friends are now my enemies. Always tell you what to do. Can't keep up with all the bullshit they're throwing your way. Waste in my time. All the feelings that I dread, I'm just ready.
messing around, calling all you freaks and nerds. You're just missing what you want. My brother's going down the drain, my sister's living the dream, but everybody's singing along. It's okay, we'll all soon be gone. Okay, we'll all soon be gone. Hey, what's the matter with the bright red lights? Hey, in the moment when the world went blind, but everything's alright. We don't give a damn this time. Bo, einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt bin ja voll ich im Hintergrund, ey, warte. So, bevor wir hier Licht anmachen, ne, Bo, du und ich, trinken wir mal erstmal einen Kaffee. Einen wunderschönen guten Morgen. Ey, hast du gehört? Schon gemacht. Terry, einen wunderschönen guten Tag. Und natürlich habe ich eure Sachen gestern noch nicht weggebracht. Ne? Also wenn ihr, der ganze Flur liegt jetzt voll mit verpackten Sachen. Gestern lag der ganze Flur noch voll mit unverpackten Gewinnen von euch. Jetzt liegt der ganze Flur voll mit verpackten Gewinnen von euch. Und wir haben jetzt mindestens bis 20 nach 9 Zeit. Oder sagen wir bis 9 Zeit. Hallo, Chat. Hallo, Bild. Das klappt ja hervorragend. Hallo?
Ich komme, glaube ich, so langsam in ein Alter, in dem ich dieses blöde, du machst nichts und es funktioniert nicht mehr, dann machst du es aus und an und dann geht's wieder, einfach leid bin. Weil, also wenn irgendeine Generation das komplett von Anfang bis Ende mit durchgespielt hat, dann sind wir das, glaube ich. Vom C16 bis jetzt. Sternchefin, einen wunderschönen guten Morgen. Max, dir auch. Ich würde das hier, ne, ich versuche gerade das irgendwie ein bisschen anzumachen. Was ist denn hier los? Ja, da hast du wahrscheinlich auch recht mit dem Auto. So, jetzt haben wir vielleicht alles. Jetzt funktioniert auf einmal plötzlich alles einwandfrei. Oder auch nicht. Scanne deinen QR-Code. Ich will nicht meinen QR-Code scannen. Vielen Dank. Hat das jetzt endlich funktioniert? Kann ich jetzt meinen Chat sehen? Na, hervorragend. Das war ja einfach. Jetzt habe ich auch noch selber Werbung von mir, für mich. Was läuft denn für Werbung? Was ist das denn? FIFA Community. Das FIFA Global Series Face-Off geht in Kürze los. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ich weiß, was FIFA ist, aber... $25.000 Preispool. Von EA Sports, Twitch... Und hast du nicht gesehen, gesponsert. Da haben sie sich aber mal mächtig, also. Das ist ja mal ein Preispool. Ne? Also. Was haben wir zu Weihnachten für Preise rausgehauen? Ich glaube, 3.500 Euro. Nur mal so. Ohne Hilfe, ne? Da haben sie sich schon mächtig aus dem Fenster gelehnt. Moin, hui. Autobahn A3, linke Spur bei 240, kommt die Displaymeldung, Fahrzeug wird neu gestartet, Updates installiert, bitte warten Sie 5 Minuten. 25k, fehlt da nicht eine 0? Nee, also gerade bei der Werbung stand 25k, ist ein Hammer, finde ich. Also ist schon ganz, ganz, ganz krass, ne? Wie weit Twitch sich da aus dem Fenster lehnt. Gestern gab es übrigens irgendeine Sendung von Twitch über hier die DCMA-Nummer und... ich habe nichts, ich habe durch Zufall beim Umschalten habe ich das gehört, gesehen, mitbekommen. Und das Einzige, was ich noch gehört habe, ist, ja, und jeder, der sich dann so einen Spotify-Account macht, der kann aber auch nur, muss dann die Rechte und bla und keine Ahnung, ob sich da irgendwas geändert hat. Falls das jemand von euch mitbekommen hat, wäre das schön zu wissen. Guten Morgen, Hase, guten Morgen, Herr Tana, guten Morgen, Muttern. Ne? Wir sehen uns ja gleich. Ich muss um 10 Uhr bei meiner Mutter sein. Das heißt, wenn ich nicht die Sachen zur Post bringe, dann, wenn ich die Sachen zur Post bringe, dann muss ich um 9 Uhr los. Und wenn ich nicht die Sachen zur Post bringe, dann muss ich um 9:30 los. Moin. Parapixel, was ist eigentlich Arten Games? Arten Games war der Channel hier, ganz am Anfang. Also der Channel hieß Arten Games. Und warum hieß der Arten Games? Weil wir im Unperfekthaus waren und hatten ein Studio in Essen.
Und da sind unheimlich viele kreative Leute unterwegs gewesen. Das wird jetzt leider seit über einem Jahr umgebaut. Wie das jetzt da drin aussieht und was da mal werden wird, weiß ich nicht. Und das Schöne an dem Studio war, dass es frei zugänglich war. Und dann habe ich mir einen Namen überlegen müssen. Und Creative and Games oder Creative and Games oder CAG, das klang alles irgendwie blöd. Ich wollte einen Namen haben, so wie Rock'n'Roll halt, ne? Und dann habe ich mir gedacht, scheiß auf kreativ. Art and Games finde ich cool, vor allen Dingen, weil man halt das A, das N und das G, deswegen hat das auch andere Farben. Oder wird groß geschrieben und der Rest klein geschrieben. Als Abkürzung nehmen kann. Und wenn man zum Beispiel Formate macht, kann man zum Beispiel schreiben, angeguckt. Ne? Und angespielt. Angezockt. Oder was weiß ich nicht was. Und dann hat man mir gesagt, du musst dahinter TV setzen. Jeder gute Streamer, der was auf sich hält, hat hinter seinem Namen TV. Daraufhin habe ich gesagt zu den Leuten, die mir das gesagt haben, das finde ich Schwachsinn, weil ich will ja eben kein Fernsehen machen. Ich finde Fernsehen zunehmend scheiße. Und also ich bin live. Ich kann mir jetzt im Moment die Nachricht nicht anhören, ne? Wollte ich dann nur mal kurz so sagen, nebenbei. Ne? Aber höre ich später. Und das Coole war halt wirklich an diesem Studio, dass du halt vorbeikommen konntest. Es war halt sozusagen öffentlich. Ne? Du musstest halt ins Unperfekthaus und dann konntest du halt dir das Studio anschauen. Da konntest du mir zuschauen, wie ich da sende. Du konntest deine Sachen präsentieren. Ich wollte eine Plattform schaffen für kreative Leute. Das hat in gewisser Weise ganz gut geklappt, weil es halt eine spannende Sache war. Ne? Aber die Kreativen aus dem Haus sind es, wie drücke ich es aus, ohne dass es nicht irgendwie scheiße klingt, Weichpisser, bis auf, also sagen wir mal, bis auf 5%. Sind das wirklich alles Künstler. Das ist schön, solange die ihre Sachen machen, aber sie zu zeigen wollen sie nicht. Habe ich nie verstanden, wusste ich nicht, dass Künstler so drauf sind. Ich habe Musik gemacht früher und ich fand es geil, live zu spielen und unsere Musik zu zeigen. Ich habe das nie so ganz begriffen. Und viele wussten halt auch wahrscheinlich nicht, was sie mit Twitch anfangen können und so. Und naja, und während wir dann da vor uns hingestreamt haben mit 10, 20, 30 Zuschauern, kam dann irgendwann mal die Frage von irgendjemandem, ob man mich auch mal treffen könnte, woraufhin ich immer gesagt habe, das ist überhaupt gar kein Problem, du musst einfach nur im Unperfekthaus vorbeikommen, ne? Das geht, das ist öffentlich und so und bla. Und dann sagten die, ja, ob ich dann auch auf der Gamescom wäre, und dann sagte ich, das kommt drauf an. Also ich bin ja jetzt hier nicht irgendwie so der Spielenarr oder so. Aber ich bin bestimmt da. Ja, ob ich dann auch ein Community-Treffen machen würde. Dann habe ich gesagt, Leute, wir haben 25 Zuschauer im Schnitt. Ich kenne Leute, die haben 300, 400, 500 Zuschauer. Und wenn die ein Community-Treffen machen auf so einer Art Games, dann sind da 10 Leute. Ich halte mich übrigens immer noch nicht für so groß oder und wichtig, dass ich auch nur annähernd irgendwie sagen könnte, hallo Leute, wir machen ein Community-Treffen. Das ist albern. Das darf jemand machen, der irgendwie fünfstellige Zuschauer hat oder vierstellige Zuschauer hat oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall sagten die, ja, okay, aber ich wäre auf der Gamescom und ich so, ja, wie gesagt, ich denke schon, aber so ne, mal schauen. Und dann sagten andere, ja, wäre auch cool und sie würden ja auch dann gerne dahin und auch andere Leute treffen mal oder so oder mal kennenlernen oder sich ein Autogramm abholen, aber sie hätten es halt nicht so mit großen Menschenmassen und so. Und das kann ich nachvollziehen, dass manche Leute da keinen Bock drauf haben und das für die unentspannend ist. Und dass es halt keine Veranstaltung für die gibt, irgendwie. Wo das vor allen Dingen auch mal vielleicht ein bisschen so ist, dass man mit den Leuten quatschen kann und so. Und die nicht einfach nur auf eine Bühne stehen und dann ins Backstage gehen und abends um 18 Uhr muss man gehen.
Und daraufhin habe ich im Unperfekthaus gefragt, ob wir mal eine Veranstaltung machen können. Ne? Und dann haben wir die erste Etage gekriegt. Dann habe ich die Leute aus Essen gefragt, die ich kenne und Streamer, also Sluggerfly zum Beispiel von den Indie-Strollchen, die kommen aus Essen. Densen86 ist ein großer oder wenn nicht der beste oder größte Nintendo-Streamer und ein Kumpel. Und der hat auch Ja gesagt und ist vorbeigekommen. Wir haben also die erste Etage voll gemacht. Jenny und Björn Pankratz von Piranha Bytes, die so langsam damals meine Freunde geworden sind, haben gesagt, ey, wir sind auch mit am Start, wir helfen und wir machen Programm, voll coole Idee. Und daraufhin haben wir, glaube ich, im ersten Jahr 2018 für die erste Art and Games 75 Karten verkauft und hatten den ersten Stock vom Unperfekthaus und das war richtig cool und richtig lustig. Nerdstar TV war auch noch da und hat im Kaminraum eine Sendezentrale aufgebaut. Könnt ihr euch alles unter artengames.de angucken, Bilder von 2018. Und im Konzertsaal waren dann auf einmal alle Gäste vom Unperfekthaus mit uns dabei, als wir dann ab 8 Uhr Karaoke-Party gefeiert haben und uns voll zum Deppen gemacht haben, beziehungsweise manche Leute mal gezeigt haben, wie geil sie singen können. Ja, und auf einmal waren wir halt in dem Saal, keine Ahnung, wie viele Leute wir auf einmal in dem Saal waren, weil alle Leute halt mitbekommen haben, wie cool das ist und was für eine geile Stimmung das ist und so. Naja, und wichtig war uns halt immer, dass wir da nicht irgendwie halt die Nummer machen, um 18 Uhr ist vorbei und dann feiern wir uns selber, weil wir so toll sind irgendwie, sondern wir wollten euch daran teilhaben lassen. Und dann haben wir 2019 das ganze Haus genommen, haben, glaube ich, 350, 400 Karten verkauft und 50 Leute, die etwas gezeigt haben, vorbereitet haben, Dinge gemacht haben. Und neues Format angegammelt. Richtig. Zum Beispiel könnte man das auch machen. Und damit war das Unperfekthaus fast ausverkauft. Problem bei der ganzen Unperfekthaus-Sache ist, es war, also wir haben an beiden Jahren das komplette Bier weggesoffen. Das Problem bei der Sache ist, dass man sehr unflexibel ist und dass ich verhandeln musste, um von 88 € Wochenendticket, in denen waren Getränke und Essen mit drin, aber kein Bier, habe ich 2 € bekommen. Und das war schon eine Ausnahme. Ne? Also das war wirklich schon eine Ausnahme. Aber ich habe hier Luft im Bauch, glaube ich. Oder irgendwas. Das zieht. Nein, doch. Oh. Xedi! Hast du nicht letzte... Dankeschön, vielen, vielen Dank. Und du weißt, wir haben Los Wochos, Lotos Wochos, ne? Weißt du Bescheid. Das heißt, jeder, der subscribt, Subs verschenkt oder resubbt, darf je nach Menge Zahlen eingeben und am Samstag spiele ich für uns Lotto. Lieber Xedi, vielen Dank. Herzlich willkommen im 26. Monat. Und ich brauche von dir eine Zahl zwischen 1 und 49. So, das ist die 12. Xedi. Parapixel, warte, ich bin noch nicht ganz fertig. 13. Ja, und es gibt zwei Mitarbeiter, die mich nicht leiden können. Ich sollte mal den Job kriegen von einem der beiden Mitarbeiter. Da habe ich dann nicht gemacht, sondern habe halt das Stream angefangen. Und es gibt Situationen, wenn ein Mitarbeiter sich von einem Laden vor deine Gäste und wir hatten zu dem Zeitpunkt draußen vor dem Laden im Außenbereich des Restaurants ungefähr 100 Gäste sitzen, rausgeht und rumschreit, dass ich ein Lügner wäre und so. Und anderen Leuten erzählt, dass ich bloß nicht mehr bei ihm Bier bestellen soll, weil sonst haut er mir auf die Fresse. Und man das dann dem Geschäftsführer meldet, andere Leute das dem Geschäftsführer melden, andere Leute zum Geschäftsführer hingehen
und sagen, dass sie dieses Verhalten nicht tolerieren können, wenn sie zum Beispiel mit einem behinderten Gast dorthin kommen und man sich nicht vernünftig um den kümmert, nur weil ich mit dabei bin, dann hört's auf. Ich habe das nie großartig erzählt, weil mir das zu wichtig war, weil mir das für euch auch zu wichtig war und so. Aber als dann Covid zugeschlagen hat letztes Jahr, war das sehr befreiend, was diese Sache angeht. Ich muss da nicht mehr hin. Ich muss mir keine Gedanken machen, ob einer von den beiden Arschlöchern da arbeitet, wie ich damit umgehe, ob ich wieder vor Gästen beleidigt werde, gemobbt werde oder wie auch immer. Die können machen, was sie wollen, wenn sie solche Leute arbeiten lassen wollen. Ich habe mitbekommen, wie jemand in die Kasse gegriffen hat. Ich habe mitbekommen, wie Gäste dort behandelt worden sind von diesen beiden Menschen. Wie scheiße. Und kann das jetzt nicht mehr tolerieren. Ich kann nur sagen, dass das total schade ist, halt, weil das Unperfekthaus, ich weiß nicht, wie es jetzt aussehen wird, aber ist eine ganz tolle Idee gewesen. Und die anderen 98% der Menschen, die dort umgehen, verkehren oder wie auch immer, sind großartig. Aber für mich persönlich war das nicht mehr tragbar mit diesen beiden Menschen da. Das kam halt auch noch dazu. Naja, und dann muss man sich halt einfach überlegen, wenn du jetzt, damit es einfacher zu rechnen ist, für ein Wochenendticket inklusive Essen und Getränke 100 Euro nimmst und du selbst 2% hast davon, um Dinge zu organisieren und halt noch so klein bist und halt keine Sponsoren hast oder sowas, dann ist es schwer möglich, Dinge auf die Beine zu stellen oder uns zu wachsen. Und so haben wir uns gesagt, weil zum Beispiel halt auch Jenny und Björn dabei saßen, wie ich von diesen Leuten angeschrien worden bin mitten im Laden und behandelt worden bin wie ein Stück Mist. Und ja, das hat niemanden interessiert. Ne? Also es wurde nichts dagegen gemacht. Man vermutet, dass die gegen die Leute da irgendwas in der Hand haben. Ist mir scheißegal. Ich muss mich damit nicht mehr abgeben. Wenn andere Leute sich ihr Leben kaputt machen lassen wollen wegen solchen Menschen, können sie das gerne machen. Dazu ist mir meins zu schade. Haben wir uns dann umgeschaut und haben geguckt, wo könnte man das denn sonst stattfinden lassen. Und die Zeche Zollverein ist ein Weltkulturerbe. Und das ist eine mega geile Location. Und die haben wir tatsächlich bekommen. Wie? Warum? Wir haben denen erzählt, was wir vorhaben. Das fanden die toll. Ja, wir wissen, es sind Corona-Zeiten. Ja, es wird auch, wir werden erstmal nur, ich denke, mit der Größe könnten wir irgendwie 2000 oder 2500 Tickets verkaufen, die wir wahrscheinlich nie loswerden würden, aber wir deckeln das Ganze erstmal auf 500, 400 ungefähr circa gibt's noch. Und das Schöne ist, also es waren zum Beispiel, Onkel Jo war da, ne? Tommy Krabbeis war da, 2019, ja, die Piranhas sowieso, es war Slagerfly da, die ganzen, die Indie-Strolche waren da, ganz viele Streamer, und es ist halt, es gibt keinen VIP-Raum oder irgendwie sowas, ne, und wir schmeißen euch halt nicht um 18 Uhr raus, und jetzt vom 10. bis 12. September wird es halt auch, am Freitagabend gibt es eine fette Karaoke-Party, ihr müsst ja nicht singen, und es ist so ein Spaß, glaubt mir das. Draußen, es ist ja nicht so, dass es Mitte September arschkalt ist, und wenn es regnet, ist es natürlich überdacht durch die Zeche, durch das Zechengelände. Das heißt, ihr könnt euch auch dann draußen hinkrümeln. Samstags gibt es Live-Musik, und auch da schmeißen wir euch nicht raus. Und sonntags wird es fett gechillt. Eines der schönsten Sachen 2019 war sonntags morgens vom Kirchendude, auch Streamer-Kollege, die Messe. Richtig geil. Und und das ist das, was wir gerne auf die Beine stellen würden. Nun hoffen wir, dass, auch wenn das alles gerade mehr als gut läuft, was diese ganze Impferei und diesen ganzen Mist angeht, hoffen wir einfach mal, dass das Taigao, moin. Hoffen wir ganz einfach mal, dass das besser wird und besser wird. Aber mit Schnelltests und allem drum und dran denke ich, dass wir ein Sicherheitskonzept auf jeden Fall für 500 Leute auf die Beine stellen können auf diesem Gelände und euch eine tolle Sache bieten können.
Falls ihr Angst habt, ihr kauft euch Karten und kriegt das Geld nicht zurück, ihr könnt alle Fragen von 2019, die ihr Geld zurückhaben wollen, haben alle sofort, wenn sie gesagt haben, wir möchten das Geld zurückbekommen. Bei zwei Leuten war es eine Ausnahme, da hat es ein bisschen länger gedauert. Das war aber nicht meine Schuld, sondern die haben mir falsche Kontonummern gegeben, wo ich das Geld hinüberweisen sollte. Ne? Deswegen konnte ich da gar nichts für. Ja, so sieht's aus. Das ist die Arten Games und ich hoffe, dass das super funktioniert und das Ziel ist, dass das halt was anderes ist und dass die Leute das auch verstehen und raffen und das feiern. Und diese Veranstaltung wird auch nie größer werden, sondern höchstens länger. Ne? Das heißt also, es gibt neben der Halle 12 und dem Außenplatz noch eine Halle 5, die ist so groß wie eine Turnhalle. Sollte das wachsen und sollte das den Leuten gefallen, ist das Einzige, was ich eventuell noch mit dazu nehmen würde, als Lagerraum oder für ein paar Special-Sachen oder so. Und ansonsten ist das Ziel, dass die Leute sagen, ey, das ist so cool und so gemütlich und so entspannt und so geil und so familiär, dass es höchstens länger wird, aber nicht größer. Also sagen wir, wenn wir jetzt von Freitags bis Sonntags die Veranstaltung haben, ist sie vielleicht irgendwann von Mittwochs bis Sonntags und irgendwann ist sie von Freitags bis Sonntags die Woche drauf und Mittwochs ist so ein Wechseltag, wo halt vielleicht Leute wechseln oder so. Aber es soll halt immer was Besonderes bleiben. Ich würde lieber irgendwie eine Veranstaltung auf die Beine stellen, bis in die Ewigkeit, wo sich die Leute die Finger nachlecken und sobald es Tickets gibt, sich Tickets kaufen. Übrigens, es gibt Tickets. Bis zum 1.4. gibt es noch Frühbucherrabatt, also Early Bird. Alles 10% billiger und das VIP-Ticket kostet nur 95 Euro. Wieso VIP, was ist da drin? Könnt ihr euch durchlesen. Legen wir es bei 95 Euro sogar drauf. klein, fein und kostendeckend reicht. Richtig. Es geht also uns nicht darum, damit fett Gewinn zu machen. Ne? Nein, wir werden damit keinen Gewinn machen. Also, wir haben bis jetzt mit den beiden Veranstaltungen auch noch keinen Gewinn gemacht. Wir möchten einfach nur nicht mehr draufzahlen für dieses Jahr. Das wäre toll. Und wenn wir dann unsere Unkosten bezahlen können und den Aufwand, dann ist alles schon super. Also, darum geht's nicht. Es soll halt was Besonderes auf die Beine gestellt werden. Streamer und Streamerinnen da sein. Dieses Jahr, Felix ist am Start, Felix Schneiders, Knüppel und Marc Gork. Zum Beispiel haben wir eine Poker-Ecke. Wir werden die Dampfer am Start haben, die ihr Ding da haben. Wir haben, ich hoffe, dass Loose Flip irgendwie 1, 2, 3 Flipper mitbringt. Was ich großartig finde. Wir haben eine riesen Cosplay-Nummer vor von Inflonate. Wir haben, wie gesagt, Live-Musik. Wir haben Kochen am Start. Es ist also so vielfältig. Nayeli, wenn sie kommt, wird ihre Bilder vorstellen und euch wahrscheinlich vor Ort zeigen, wie das funktioniert mit dem Malen. Wir haben natürlich den riesen Raum. Da sind den ganzen Tag Panels und Shows. Ist schon echt cool. Also, Ehrensache kommt, hat gestern zugesagt. Hier, Goldfox TV, Fabi kommt auch. Mal gucken, welche Streamer. Vielleicht kann man ja Onkel Pippi fragen, ob er einen Kontakt herstellen kann mit Erkan und Stefan und die kommen auch. Martin Kesici ist sowieso am Start. Also, es wird schon wirklich lustig. Und feucht und fröhlich, würde ich sagen. Das ist die Arden Games. Man sollte diese kompletten 10, 20 Minuten klippen, falls jemand nochmal fragt und dann einfach abspielen. Parapixel. Guten Morgen nochmal. Und Taigo, nochmal guten Morgen. Und Hütte, moin, Nerdy, moin, hui. Yo, ich würde ja gern ein Ticket kaufen, aber meiner Firma kann ich mal bis zur nächsten Woche planen, ob sie bis zur Arden Games, alles sehr nervig. Kann ich verstehen. Ist es eher Baby Wolf? Baby Wolf? Verstehe ich nicht.
Also wir haben weder ein Problem mit Tieren noch mit Kindern, ne? Wir versuchen sogar irgendwie da eine Räumlichkeit zu schaffen für Kids. Wenn ihr euch einen Film angucken wollt, wie es 2019 so ungefähr aussah, dann könnt ihr euch da den Film angucken, der eingebettet ist auf der Seite von artengames.de. Den haben wir nicht in Auftrag gegeben, das ist einfach nur von einem Gast gefilmt worden. Ist ungefähr eine halbe Stunde und fasst die drei Tage zusammen, ganz schön eigentlich, ist ganz cool. Ist natürlich im Unperfekthaus. Ja. Mein Sohn ist dann erst 2. Ja und? Attacke! Bayonetta, guten Morgen. Ich überlege übrigens, fällt mir gerade so auf, wenn ich da den Chat sehe die ganze Zeit, diese verschiedenen farbigen Ollis, ne, die sind ja cool und lustig, aber vielleicht sollte man einfach verschiedenfarbene Zahlen einblenden für die Monate, die jemand dabei ist, vielleicht? Oder fällt euch was anderes ein? Irgendwie finde ich das ein bisschen doof mittlerweile. Oder? Könnt ihr mal was sagen? Oh, Herr Doktor, was ist denn hier los? Bayonetta, guten Morgen. Ich werde aus Bochum auf jeden Fall vom Weichmann, kann nur gut werden. Risiko gleich null, der Olli Ehrenmann. Amen, Bruder. Das ist das perfekte Alter, um bei GTA 5 einzusteigen. Ja, 2. Wie geil. Da hast du recht. Ja, das stimmt natürlich. Da ist der Landi am Start. Guten Morgen. Bist noch wach wahrscheinlich, ne? Du magst die bunten Ollis, okay. Von Zahlen auf Zahlen hättest du keinen Bock, oder was? Herr Bergmann, soll ich mir das hier im Stream anhören, was du mir geschrieben hast? Gesprochen hast? Ich weiß es nicht. Passt aber auch eigentlich ganz gut. Ich habe mich heute Morgen auch gefragt, bevor du geschrieben hast irgendwie, wie hat man denn im Moment Spaß eigentlich? Ne? Ich meine, ich habe ja das Glück, dass das, was ich super gerne mache, also mein Hobby ist mein Beruf, ob ich davon jetzt reich werde, eher nicht im Moment so nicht. Da müssen wir uns noch zweimal verdoppeln wahrscheinlich oder so. Wenn ich mir jetzt wieder angucke, die Zahlen steigen jetzt wieder und wahrscheinlich kommt in 2 Wochen wieder der Super-Lockdown, weil wir die Super-Dritte Welle haben. Alle rennen jetzt nach Mallorca und fragen sich, wie konnte das passieren? Das geht auf einmal wieder an. Ne? Wie hat man denn Privatleben? Wie hat man denn Spaß im Moment eigentlich? Ich bin ja nur, ich habe sogar noch richtig Glück eigentlich, ne? Dass ich das so machen kann und darf. So, wie das ist. Du magst sie auch, die bunten Ollis? Nee, Zahlen sind langweilig, zumal wenn man mit der Maus über das Olli geht, steht da, wie viele Monate das sind. Ah, okay. Na gut, wenn ihr die Ollis mögt, dann nehme ich alles zurück. Ella! Guten Tag, du bist so dunkel, Ella. Na, ab in den Urlaub. Corona gratis. Ja, ich kann ja verstehen, was du meinst. Ne? Wenn man eine coole Hütte findet mit Pool für sich alleine im Moment und man kommt dahin, 34 ist wirklich alt. Opa Landi. Und man kommt dahin, ohne krank zu werden, aber du musst ja erstmal dahin kommen. Und dann haben wir jetzt diese ganzen Varianten. Die eine Variante in Frankreich kann vom Test nicht erkannt werden, habe ich heute Morgen gelesen. Das finde ich halt alles total schwierig. MMS, moin. Bei diesen ganzen Varianten finde ich das total schwierig, sich jetzt irgendwie auf den Weg zu machen.
Dann bist du nämlich da und während du da bist, knallt es richtig durch. Naja, um darauf zurückzukommen. Ich habe mir auf jeden Fall heute Morgen tierische Gedanken gemacht. Wie hat man denn Spaß? Was ist denn mit den Single-Leuten hier irgendwie? Man kann niemanden kennenlernen vernünftig. Du kannst nicht irgendwie, du kannst nicht mal irgendwie ihn kennenlernen und mal einen One-Night-Stand haben, falls man das möchte. Du kannst keine neue Freundin oder einen Freund kennenlernen. Du kannst keine neuen Freunde kennenlernen, großartig. Und so weiter und so fort. Wie hat man denn Spaß? Oder habt ihr alle Netflix und Amazon schon durchgeguckt? Heute kommt übrigens der Schneider-Cut von Justice League. Geil, oder? Ich bin auch so alt. Aldi GNC war holen. Ja, aber irgendwann hat man auch Pornhub durch oder X-Hamster oder wie hieß das andere noch? Dinosaurier-Hamster? Nee. Wie hieß das noch? Ich habe 3 Kinder und im Moment ist es wirklich sehr schwierig, irgendwie Spaß zu haben. Genau, oder so rum. Das heißt, du bist die ganze Zeit zu Hause und gehst dir auf den Sack. Sei es mit Kindern oder... Sei es mit deinem Partner oder deiner Partnerin oder wie auch immer. Man kann sich ja kaum aus dem Weg gehen irgendwie. Dann hast du auch noch Homeoffice. Das heißt, du hast nicht deine Ruhe auf der Arbeit oder so. Mit allem nötigen Respekt, ne? Da kann man ja Leute noch so mögen. Tinder? Ja, aber Tinder... Sind die auf Tinder so drauf, dass die sich alle einfach so treffen? Ich kann mir das nicht vorstellen. Wenn ich bei Tinder gucke... Oder geguckt habe. Oder wie auch immer. Dann, es heißt ja mal, Tinder ist nur Fickerei. 9,9 von 10, bei denen ich irgendwie geguckt habe, steht No One-Night-Stand. No, was steht da noch? Oder, was steht da? No One-Night-Stand. Und was steht da noch immer? Freundschaft plus. Und keine Freundschaft plus. Aber alle sagen immer, Tinder ist pure Fickerei. Also nicht bei denen, nicht in der Tinder-Runde, in der ich mich rumtreibe. Gamungo, guten Morgen. Ich spiele Tabletop mit meinen Freunden. Ah, okay, alles durch. Ich bin bei Olli gelandet. Ach du Scheiße, Alter, ehrlich? Ich habe meinen Freund tatsächlich während Corona kennengelernt. Ach, hau ab. Allerdings letztes Jahr im Sommer, als man noch frei rumläuft. Letztes Jahr im Sommer, muss ich ja zugeben, waren die Zahlen so... Ich war ja im Juli auch unterwegs für 2 Wochen. Waren die Zahlen so gering... Und ich habe solche Vorsichtsmaßnahmen irgendwie an den Start gebracht. Da konnte ich das noch mit mir vereinbaren. Bumble, Tinder mit Niveau. Gibt's das jetzt wirklich, Bumble? Oder willst du mich verarschen, Herr Doktor? Gibt es wirklich eine App, die heißt Bumble und die läuft? Wir müssen unbedingt Apps machen, Leute. Hat irgendjemand Ideen für... schlechte Apps? Gibt es denn eine Fick-App? Weil Tinder ist ja eigentlich keine Fick-App, oder? Und die ganzen Fick-Apps sind ja eigentlich nur Geldmacherei, oder? Zumindest war es früher so. Also nur, habe ich erzählt bekommen. Von meinem Nachbarn. Also ich arbeite momentan 12 Stunden am Tag, sitze am Rechner und sehe jeden Morgen, dass ich schon wieder älter geworden bin, ohne das zu merken. Du Scheiße. Tinder in der Stadt vielleicht, auf dem Land, die sind sogar zu faul zu schreiben. Gibt es dann nur die beiden Dinger hier und dann trifft man sich, redet nicht, vögelt und geht wieder nach Hause oder was? Das Gerd. Einen wunderschönen guten Tag. Tamji TV. Einen wunderschönen guten Morgen. Hau ab, es gibt Bumble. Warte, jetzt muss ich gucken. Was ist denn Knuddels? Play Store. Bumble. Mit Bumble triffst du neue Leute und Frauen machen hier den ersten Schritt. Ah, Herr Doktor. Herr Doktor lässt um sich werben oder was? Das ist ja geil. Hast du gehört natürlich. Hat dir auch ein Nachbar erzählt. Dessen Nichte mit dem Schäferhund des Gärtners der Nachbarschaftshilfe durch die Gegend gegangen ist.
Bumble, da machen Frauen den ersten Schritt. Frage für einen Freund. Na sicher. Was ist denn Knuddels? Oder Knuddels? Keine Ahnung. Olli, die Love-App. Sei dabei, geh steil. Alter, Walter. Also schlimmer könnte man einen Werbeslogan nicht machen, Cambranium, ne? Oder? Das ist schon ein bisschen eklig eigentlich. Aber irgendwie auch ein bisschen geil. Macht mich auch irgendwie ein bisschen geil, würde ich mal so sagen. Wie sieht's aus? Soll ich die Sonne reinlassen oder ist das gerade hier tiefenentspannt? Frag auch für einen Freund. Lotto 24 ist keine gute App, gewinne zu selten. Gamungo, lass doch lieber deinen Amazon Prime Sub hier und spiel mit uns zusammen, Lotto. Jeder, der hier subbt oder Subs verschenkt oder resubbt, darf pro Sub eine Zahl bei uns im Lotto. Und jeden Samstag bringen wir den weg und dann gucken wir, ob wir was gewonnen haben. Knuddels war früher mal die Chat-Plattform, wo sich alle rumgetrieben haben. Nerdy, das kann schon mal nicht sein, weil ich habe davon noch nie gehört. Guten Morgen, bayerischer Rebell. Wir haben gestern alle Dinge verpackt, auch deinen 5-Euro-Schein. Mal gucken, ob er ankommt. Aber diesen Monat ist schon weg. Ich bin ein bisschen entsetzt, Gamungo, ne? Oder Gamgungo. Gamgango. Wie hätten sie es denn gerne? StudiVZ kann ich mich noch dran erinnern. Dunkel. Es gibt auch noch OKCupid. Eine Date-App. Also bei Bums.de, wie ist es? Also bei Bums. Bei der Bums-App suchen Frauen aus. Allein deswegen wäre ich mal neugierig. Das kostet doch bestimmt Geld, Landi. Das ist doch bestimmt wieder nur so ein Aufhänger. Du musst 6,99 Euro am Tag bezahlen, damit du freigeschaltet wirst und Frauen dich überhaupt aussuchen dürfen oder sowas. Oder, ne? Ich verstehe häufig nicht, generell. Ich glaube ganz fest daran, dass wenn man Dinge umsonst macht, man kann ja Werbung schalten da drin, dass du damit den größten Erfolg hast. Ich glaube fest daran, dass wenn du einen Gebrauchtwagenhändler aufmachen würdest, indem die Leute, die da... bei dem die Leute kaufen können, ohne sich Gedanken zu machen, dass sie verarscht werden, wärst du der beste Autogebrauchthändler, den es gibt. Da können alle Leute, die dich verarschen wollen, welche Erfahrung ich ja gemacht habe, können dann einpacken, weil die Leute nur noch zu dir gehen einkaufen. Wenn du eine App machst, in der man wirklich jemanden kennenlernen kann für die große Liebe, wo man aber auch wirklich nur vögeln kann und man sich nicht verarscht fühlt und man nicht einen Arsch voll Geld bezahlen muss und du da einfach Werbung reinpackst, glaube ich, du verdienst dich dumm und dämlich. Und was ist jetzt das Besondere an OKCupid? Lass die Sonne rein, Olli. Lovo, aber ich gucke da nur, um Leute zu erwischen, die man kennt. Das ist ja auch geil. Ich glaube, ich bin bestimmt auch noch auf 3, 4 von diesen Dingern unterwegs. Du denkst ja auch nicht daran, dich da zu löschen. Juckt ja auch keinen irgendwie, finde ich. Ist auch lustig. Und wenn du jemanden hast, kannst du dem das ja sagen. Das ist doch auch lustig. Ich kann es ja sogar zusammen gucken. Ist auch lustig. Ist da nichts bei. Also wirklich. Du hast auf Tinder geguckt. Kannst lieber besser zusammen gucken und dann ist lustig. Nee, kostenfrei. Gleiches Prinzip wie bei Tinder. Tinder ist ja eigentlich nicht kostenfrei. Du musst ja irgendwie, um Super-Tinder-Typ zu werden, ne? Also STT, Super-Tinder-Typ, musst du ja einen Arsch voll Geld bezahlen. Und dann werden dir auch alle Matches angezeigt oder so. Habe ich gehört, bei welchem Streamer habe ich das denn noch gehört? Der sich tierisch aufgeregt hat, dass er dafür Geld bezahlt hat und die ganzen Matches hätten, als er sie dann angeschrieben hat, haben nie geantwortet. Wer war das denn? Ich weiß es nicht. Komme ich noch drauf. Kodimann, einen wunderschönen guten Morgen. Kalito, guten Tag. Auf geht's, Olli, wir machen mal einen Bumble-Abend. Wie oft wirst du angeschrieben, Landi? Oder musst du das erst noch ausprobieren?
Eine App, bei der nicht jeder blättern und jeden sehen kann, sondern eine Party-App, die dir nur anzeigt, wer gerade zum Beispiel 20, 50, 500 Meter Entfernung ist. Paarungswillige finden sich in der Disco oder auf dem Open-Air-Festival. Ein virtueller Strich. Für umsonst. Tanzverbot war es, genau. Madeleine, vielen Dank. Tanzverbot, sich da tierisch drüber aufgeregt. Ein virtueller Strich für Paarungswillige. Schera 007, guten Tag. In Zeiten von Corona schwierig, ne? Ach, wahrscheinlich gibt es sowas, oder? Irgend so eine Deep Black App. Und da musst du dann irgendwie durch zig Firewalls brechen, damit du dann irgendwie in Corona-Zeiten dich zum Vögeln... Dann gibt es diese das Rudelbumsen, was ausgehoben wird und so. Die Quote ist besser als Tinder, sagt ein Freund. Geil. Na dann. Ja, aber was machst du denn dann da? Oder was macht dein Freund denn dann da? Du machst dir ein Profil? Und dann wartest du einfach nur, oder was? Wo ist Rudelbumsen? Frage für einen Freund. Wir versuchen gerade irgendwie die App des Jahrhunderts zu entwerfen. Ne? Nein, ich habe mich heute Morgen gefragt, wie hat man denn Spaß? Wie lernt man denn Leute kennen? Kann man das im Moment überhaupt noch? Diese Impfnummer ist halt das Lächerlichste, was ich... Also ich begreife das immer noch nicht. Weiß nicht, ob Spahn da einfach nur Angst hatte, weil Wahljahr ist und so. Nee. Matchen funktioniert wie bei Tinder, nur muss die Frau als erstes schreiben. Mail Asan. Malia Asan. Moin, danke fürs Followen. Matchen funktioniert wie bei Tinder, nur muss die Frau als erstes schreiben. Warum? Ja, aber wo ist denn dann... Damit die Frau sich das aussuchen kann. Und du nicht einfach, ey, geile Sau, Bock zu ficken, schreibst. Wie wir das sonst immer so machen halt, ne? Also im Moment glaube ich schwierig, zumindest für mich, weil ich von so Dating-Apps nichts halte. Ich könnte euch eine Geschichte erzählen. Die mich auch gelehrt hat, dass das sehr merkwürdig ist. Das machen tatsächlich einige so, traurig, aber wahr. Ja, aber wer ist das dann, diese pure Quote? Du machst das tausendmal und von tausend Malen sagt dann eine ja. Aber die eine von den tausend, die möchte ich gar nicht sehen, bin ich ehrlich. Wenn du 200 Meter als Entfernung eingestellt hast und jemand, der die App auch hat, in deinem Umkreis kommt, brummt das Ding und zeigt dir das Profil an. Erst dann ist Kontakt möglich. Verlässt man die Party, den Umkreis, ist auch die Chatmöglichkeit weg. Also Folge kontaktfrei. Wie soll sie heißen? Gesetz der großen Zahlen. Ja, Landi. Aber ich will doch nicht einfach die eine, die meine gebrauchten Socken an der Tür kauft, von 1000 flachlegen. Beziehungsweise mich von der flachlegen lassen. Oder, sondern ich würde schon, also ich glaube, dass selbst wenn man nur Spaß miteinander hat, muss es schon irgendwie stimmen. Ja, also selbst dann, wenn man nur Spaß miteinander hat, muss es irgendwo stimmen. Also ich könnte, glaube ich, gar nicht, wenn ich nicht mit irgendjemandem lachen könnte, zwei gerade Sätze teilen könnte, irgendwie Spaß haben. Ich weiß ich nicht. Ich glaube, mit mir könnte man dann auch keinen Spaß haben. Das kann ich nicht. Kann man hier nicht abschalten. Deswegen könnte ich auch nicht mit einem leichten Mädchen ins Bett gehen.
Weil ich mir immer nur vorstellen würde die ganze Zeit, dass sie eigentlich gar keinen Bock auf mich hat. Wie furchtbar muss das für einen Menschen sein, für eine Frau sein, die zum Beispiel auf einen drahtigen, frisch rasierten jungen Kerl steht. Und dann kommt ein dicker, bärtiger, bebrillter, alter Fettsack an und bezahlt dafür und... Nee. Ich habe immer direkt in mein Profil geschrieben, nicht für schnelle Nummern zu haben. Aber das habe ich ja vorhin auch gesagt. Ne? Das habe ich ja vorhin auch gesagt. Ich habe ja vorhin gesagt, dass wenn ich mich darum getrieben habe, dass in 99,9% der Profile drin stand, kein One-Night-Stand und kein Dings. Freundschaft plus. Aber alle sagen ja immer, dass Tinder pure Fickerei ist. Aber hängt das auch von der Altersklasse ab. Ne? Wenn du natürlich wahrscheinlich bei Tinder, ich weiß nicht, ab wann man da drin sein darf, 16, 18. Wenn du wahrscheinlich 18 bist und eine andere Vorstellung von anderen Dingen hast und so. Ich suche ja nach keinen 18-jährigen Mädels. Ne? Insofern, guten Morgen Sascha. Lutschi, Lutschi, 10 Dollar, so soll die App heißen oder was? Bo, near me. Komm, du bist doch schon dabei, die zu schreiben. Ja, und die finanziert sich dann via Werbung. Oder würdest du dafür Kohle nehmen oder was? Ist sowas schwer zu programmieren? Mirmi. Finde ich gut eigentlich. Die Idee finde ich gut. Den Namen finde ich gut. Finde ich gut. Moin Becky. Ach, selbst wenn du als Frau nicht direkt deine Nummer rausgibst, wirst du beleidigt. Was kannst du... ich verstehe die Männer nicht, die glauben, dass sie mit sowas Erfolg haben. Das begreife ich einfach nicht. Mit Freundschaft plus wäre ich auch vorsichtig. Weiß ja nicht, wie gut sowas wirklich funktioniert. Kommen nicht irgendwann doch Gefühle ins Spiel? Keine Ahnung. Musst halt vorher alles abquatschen bei sowas, würde ich sagen. Oder? Ein Freund hat bei Tinder jede Menge Mädels abgeschleppt. Zweimal die Woche eine andere. Dann hat er sich in eine verliebt und diesen jetzt zusammen. Na, herzlichen Glückwunsch, Cody. Ist doch super. Das ist geil, wie alle immer über einen Freund reden. Und wie ist das da mit dem Datenschutz? Bestimmt nicht einfach. Ah, ich kenne mich damit nicht aus, aber ich glaube, du musst dich ja irgendwie anmelden. Irgendwie musst du dich bei der App anmelden und in dem Moment, wo du die Datenbedingungen anklickst, ist alles in Ordnung. Die DSGVO zu erfüllen, wo der GPS-Status zentral für jeden verwaltet wird, ist hart und die Werbung dafür kostet wahrscheinlich ein Vermögen. Ich glaube, dass du, wenn du so eine App machst, das verbreitet sich ratzfatz. Ich habe hier eine Bar aufgemacht. Die war so groß wie dieser Raum. Und innerhalb von 2-3 Monaten war die rappelvoll. Und wir haben null Werbung gemacht. Wir haben nicht mal ein Schild draußen dran gehabt. Wir haben einfach aufgemacht, weil wir Geld verdienen wollten. Und wollten uns dann ein schönes Schild kaufen. Ne? Also, ihr unterschätzt sowas. Du musst keine Werbung machen. Du musst nicht irgendwie. Ich glaube, als Tinder angefangen hat, hat er auch keine Werbung gemacht. Als Facebook angefangen hat, hat es auch keine Werbung gemacht. Du musst keine Werbung machen, aber du musst da drauf Werbung schalten. Was ich damals für Beleidigungen an den Kopf geschmissen bekommen habe, da schlackerst du mit den Ohren. Ja, aber was glauben denn, was Leute erreichen, wenn sie dich beleidigen? Du sagst doch nicht, du hast mich aber so richtig schön beleidigt. Können wir jetzt bitte vögeln? Oder? Ich habe bei Tinder einen Typen gematcht und wir haben festgestellt, dass wir uns vor 4 Jahren mal gemeinsam bei Freunden getroffen haben. Und gestern hatten wir das erste Date. Mali Asan oder Mail Asan, du hattest also gestern Sex.
Nein, doch nicht beim ersten Date. Verrätst du den Namen der Bar, wenn es hier in Essen war und es die länger als 6 Monate gab, war ich garantiert. Cocktail Call hieß sie. J-Rocks, guten Morgen. Gibt für alles einen Fetisch. Ja, aber das ist doch albern. Egal, wie alt ein Mädel ist, wenn du als Typ dich hinstellst, deinen Schwanz fotografierst oder irgendwo ein Schwanzbild runterlädst, weil dir dein Schwanz nicht gefällt, du das Bild der Frau schickst und die dann noch beleidigst, kannst du doch nicht ernsthaft glauben, dass du irgendeine Chance hast. Außer bei der einen von 1000, aber ob man bei der wirklich eine Chance haben will, weiß ich nicht. Ich denke, es liegt sehr viel am Alter und Charakter. Was meinst du, Hui? Gute Sprachpropaganda reicht komplett aus. Das macht schon viel, wenn einfach weiter erzählt wird, wie gut eine Bar ist oder eine App. Richtig. Also, auf jeden Fall. Ich würde Nirmi, ich find's geil. Ich würde für Nirmi Werbung machen. Mit deinen falschen Titten verpiss dich. Ach, hau ab. Nee, nee, die war 200 Meter Luftlinie von hier. Mich würde ja interessieren, wenn es andersrum wäre. Wenn Frauen sich den Männern gegenüber so verhalten würden. Würden wahrscheinlich 8,5 von 10 Männern sagen, geil, boah, die Drecksau, ey, cool, ey. Ne? Das Coole ist ja, glaube ich, dass die möchte gern Kerle, die sich so scheiße verhalten, wahrscheinlich kaum ihr Maul aufkriegen, wenn sie sich wirklich treffen würden. Hier gibt es eine Kneipe, die heißt Haltepunkt und drunter steht betreutes Trinken. Finde ich gut. Müsste doch eigentlich einfach sein, die Leute zu melden. Und wahrscheinlich machen die sich jeden Tag einen neuen Account, ne? Irgendwie. Naja. Naja, ich glaube, wie Becky das erlebt hat oder vielleicht auch andere das erlebt haben, können wir gar nicht nachvollziehen, wir Kerle. Erstens, weil wir nicht so drauf sind wie die Kerle, die sich so scheiße verhalten. Und zweitens, weil wir uns nicht vorstellen können, wie das ist, sowas zu kriegen. Ich kann das nur ansatzweise nachvollziehen, als es diese Zeit gab, wo dieser eine Troll halt anfing, mir Privatnachrichten zu schreiben. Nicht im Stream, sondern mir Privatnachrichten zu schreiben und mich beleidigt hat und so weiter und so fort. Und das nervt schon ganz schön, aber du gewöhnst dich dran und irgendwann war es dann halt auch, wenn du nicht drauf reagierst, war es dann halt auch vorbei. Aber wenn du... Wie gesagt, ich glaube kaum, dass wir das nachvollziehen können. Schwierig. Meine Mama ist gerade dabei, auf so einen Scammer reinzufallen von Facebook, der einsamen älteren Frauen schön. Und dann hast du ihr das auch so gesagt? Mir wurde auch mal ein Dickpick geschenkt. Das ist sowieso das Geilste. Wieso glauben Männer, dass wenn es überhaupt ihr eigener Schwanz ist, ein Bild vom Schwanz verschicken, damit irgendwie bei Frauen... Ey, das ist aber ein schöner Pimmel. Und der Sack. Mmh. Ne? Aber gut, wird es auch welche geben, die das geil finden, aber schwierig halt irgendwie, ne? Das gutes Benehmen eigentlich weiterbringen, da sollte was Frauen, aber ich muss auch sagen, als ich um die 22 Jahre alt war, hatte ich meine erste Freundin von mir getrennt und meinen besten Freund betrogen. Danach habe ich mich Frauen gegenüber eine Weile benommen wie der letzte Mensch. Und was soll ich sagen? Ich habe nie mehr gefickt als in dem Jahr. Komisch.
Kannst du auch nicht die Polizei einschalten? Wen meinst du jetzt und wofür? Die ist schon darin verwickelt mit den Emotionen. Das hab das Profil gemeldet, aber naja, sie will nicht auf mich hören. Was willst du da machen, ne? Was willst du dann machen? Dann kannst du ja nichts machen. Die Bumble-App. Aber ich wollte jetzt mal eben was gucken. Und zwar, was wollte ich denn gucken? Ach ja. So. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ey, Bruder Bergmann, bist du noch da? Ist er noch da oder streamt er? Ach, ist schon nach 8. Der streamt selber, der alte Sack, ne? Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Ich muss ihm unbedingt was zeigen. Ich muss euch unbedingt was zeigen. Könnt ihr das sehen? Kann man das sehen? Marke eingetragen. Der streamt bestimmt, ne, oder? Da ist er. Hat mehr überhaupt nichts mit uns zu tun. Wir. So. Ich lass mal hier in die Sonne rein. Oh. So ist ja irgend so ein Typ, mich natürlich mega, steht hier für angeschrieben, also Schulzeit kommen würde, das Foto, okay. Am allerlustigsten kann ich mir vorstellen, wenn Leute falsche Bilder nehmen oder Bilder nehmen, die schon 20 Jahre alt sind und sich dann treffen und dann noch der Meinung sind, dass dann da was weiß ich nicht, was passieren könnte oder so, ne? Halte ich ja eigentlich für ein Gerücht, dass dann da irgendwie sowas passieren könnte. Diese ganzen komischen Menschen, die irgendwie sich Mädels gegenüber so scheiße benehmen, verstehen meiner Meinung nach auch nicht, dass sie es ja nur schwieriger machen für uns irgendwie, ne?
Ja, also, wenn ihr mal, wenn ihr ins DPMA-Markenregister geht, dann ist dort Stand 15.03.2021 Marke eingetragen, Arten Games. So viel dazu. Ich darf ein R drauf machen. Wir dürfen ein R drauf machen. Wie geil. Du hast aber einen sehr schönen, das ist mir gegenüber vom Turok passiert, voll angeschossen, auf dem Weg nach Hause, andere Straßen, Laterne gewässert, plötzlich kommt der Spruch von der Seite und die junge Dame schleppte mich zurück ins Turok. Hab fast eine Stunde benötigt, bis ich mich unauffällig verziehen konnte. Die hat ein Mädchen beim Pinkeln auf den Penis geguckt? Was? Du hast aber einen schönen Penis. Hä? Dankeschön. Kommst du noch mit ins Turok? Nein, ich will nach Hause. Komm jetzt mit ins Turok. Du hast so einen schönen Penis, darauf müssen wir einen trinken. Das ist ja toll. Ja, wenn du meinst. Die war eigentlich voll nett. Und so, aber nach dem Abend mit 1 Million Bier hätte ich gerne noch ein Bier und keine paarungswürdige... Okay. Ich finde es halt schlimm, dass es wirklich solche Menschen gibt, die sich als jemand anderes ausgeben und dann Geld von dir wollen oder sonst was. Ja, schwierig. Ich poste auf Datingseiten immer ein Bild von meinem linken Fuß. Eine Frau, die nicht in der Lage ist, meinen Fuß zu lieben, hat mein Gehänge nicht verdient. Lamathie, hast du einen im Tee oder was? Geht's dir nicht gut? Was? Was ist los? Gratuliere. Ja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ne? Er ist nicht nur ungemein klein, sondern auch ungemein dünn. Hä? Kastrationsvorgangsbruder. Guten Tag. Kung Fu Kanickel. Moin. Ich komme das erste Mal her und das erste, was ich höre, du hast einen so schönen... Ja, das ist aber... Also wir reden nicht über meinen Penis. Ne? Sondern wir reden über den Penis von Restless Bo. Beziehungsweise Restless Bo redet auch nicht über seinen, also jemand hat über Restless Bo's Penis, also sagen wir so, Restless Bo wollte ja auf dicke Hose machen und uns dadurch mitteilen, was andere Mädels denken, was er für einen schönen Penis hat. Ne? Angeblich. Ich habe immer einen im Tee, das ist mein natürlicher Zustand, das müsstest du langsam wissen, das stimmt. Er ist nicht der Größte, aber dafür verdammt schmal. Sagt ein Freund. Ja. Nein, wir unterhalten uns, liebes Kung-Fu-Kanickel, darüber, ob es überhaupt möglich ist und wie im Moment in diesen scheiß Zeiten Spaß zu haben. Und ich meinte eigentlich Spaß haben im Sinne von Spaß haben und nicht im Sinne von Vögeln. Aber irgendwie sind wir auf Dating-Apps gekommen und so und ob man irgendwas machen könnte und ob da überhaupt irgendwas geht und bla und so weiter. Ne? Ich glaube ja nicht, dass das so viel geht. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es mittlerweile... Jetzt, wo ich gerade darüber nachdenke, könnte ich mir auch vorstellen, dass es gerade so schon so lang ist. Und schon so lang geht, dass Leute einfach sagen, wir haben Schnelltest, scheiß drauf und ich will einfach nochmal wieder ficken. Und vielleicht wird es noch einfacher. Ich habe keine Ahnung. Was ist nur mit... Mein Paket viel zu lange und man kann auch verstehen. Aber dass er dann nicht klingelt, sondern nur einen Zettel in den Kasten schmeißt, finde ich nicht so prickelnd. Und das war das dritte Mal in Folge. So langsam bildet sich bei mir... Cody Mann, ich verstehe das. Es gibt einen Typen, nur einen einzigen Typen von DHL und einen einzigen Typen von Amazon. Die kommen einfach nicht hier hoch, weil haben sie keinen Bock drauf. Sind sie zu faul zu halt. Ne? Und die schmeißen das dann immer unten in den Gang. Jetzt hat gestern jemand, wieder eine Frau, jetzt schon zum dritten Mal, die Sachen genommen und mir nach oben gebracht.
beziehungsweise hat die angenommen von dem Typen, weil der dann da geklingelt hat. Und habe ich ihr gestern gesagt, mach das nicht mehr. Wenn es wegkommt, ich werde mich da melden und sagen, es ist weggekommen. Ne? Also ich kann das total verstehen. Uff, jetzt entgleist das Ganze hier. MMS 1806. Was? Sehe ich das? Ne? SF-Uniform. Sehe ich das? Ne? SF-Uniform an der Wand. Was? Ich weiß nicht, was du meinst. Meinst du den Chakotay oder was? Was ist denn eine SF-Uniform? Sado Faso? Starfleet? Junge, Junge, Junge. Als ST hätte ich ja verstanden. Star Trek-Uniform. Ja? Starfleet-Uniform. Das ist Chakotay. Das ist ein Bild mit. Da hat er richtig selber drauf unterschrieben. Habe ich geschenkt bekommen. Beziehungsweise hat jemand gesponsert, damit wir das versteigern für einen guten Zweck. Olli, wir bauen die App, dann ist die pünktlich zum Lockdown-Ende fertig. Gleichen Ablaufdiagramm malen, dann mobilen Programmierer mieten und Feuer frei. Ich bin dabei. Was kostet sowas? Bin aber chronisch faul. Kung Fu kann nickeln, dann bist du hier genau richtig. Das ist schon völlig, völlig in Ordnung. Ja, also. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Ich glaube, dass es wirklich schwierig wird, wenn. Also, wenn jetzt noch künstlich geschaffener Frust dazukommt, von unserer Regierung künstlich dazu geschaffener Frust, weil die mit dem. Ab dem 1. Mai kann sich jeder Amerikaner impfen lassen. In zwei Staaten in Amerika gilt, glaube ich, seit gestern oder seit heute kann sich jeder impfen lassen. Und wir in Deutschland verbieten den Impfstoff. Ich bin pissed. Ich kenn Leute, die sind so... Danke für den Follow, Mann. Ich kenne Leute, die sind so pissed. Mir fallen immer weniger Gründe ein, den Leuten das Protestieren zu verbieten. Ich finde, auch ob es ein scheiß Wahljahr ist oder nicht, die müssen sich halt heute zusammensetzen und einfach sagen, das ist totaler Schwachsinn. Wir müssen hier was machen. Das hat hier nichts mehr mit Politik zu tun, sondern mit Gesundheit. Und ich kann verstehen, dass man dadurch gefrustet ist. Und wenn dann halt so künstlich dazu geschaffener Frust in Amerika, die einfach komplett alles falsch gemacht haben während der Pandemie, und im Juni, Juli alle durchgeimpft sind. Und wir, es wird sich noch bis nächstes Jahr hinziehen, weil wir alle zu dämlich sind in Deutschland. Dann kann ich, ist halt schwierig, ne? Zumindest sollte man das den Leuten, die richtig Frust schieben und nicht nur ein bisschen Frust, so wie ich, das vernünftig erklären, warum das nicht funktioniert. Macht euch eine Packstation bei DHL. Habt die letzten 4 Wochen bin, nee, auf gar keinen Fall. Aber die wichtigen Sachen werden ja eh zum Yoshi geschickt. Die Adresse zum Beispiel unten drunter, ne? Da könnt ihr alles hinschicken. Bitte auf der Karte, bitte den Fuß einfügen. Den linken Fuß, Landarzt. Hast du doch vorhin gehört. Er fotografiert immer seinen linken Fuß. Danke für den Follow, Mann. Ich muss eben was vorbereiten. Haben wir 15 Minuten Termin, solange im Lurk, bis gleich. Angeber. Jetzt fängt er an zu arbeiten, der Bo, verstehst du? Und tut so, als ob. Nicht nur Deutschland, aber ja, man sollte weiterimpfen. Trotzdem hätte die EU mal früher bestellen sollen und mehr Geld in die Hand nehmen sollen. Naja, Schodan, das Ding ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, Deutschland hat ja genug bestellt, die anderen Länder aber nicht. Und als sie dann gemerkt haben, oh, das Land ja nicht, haben sie gesagt, Entschuldigung, wir hätten dann doch gerne unsere Sache von Deutschland. Nichtsdestotrotz, finde ich, müsste Deutschland jetzt Geld, egal wo das Geld herkommt, es ist doch Geld da, in die Hand nehmen, erstens den armen Schweinen, die kein Geld verdienen können, in die Hand drücken
Und zweitens hingehen und sagen, ja, hier, das ist das EU-Ding und jetzt bestellen wir noch da noch was und da bestellen wir noch was und da bestellen wir noch was. Wenn diese Variante aus Frankreich, wenn das wirklich so ist, dass man die beim Testen nicht erkennen kann, dann ist das tödlich alles. Also ich begreife das nicht und ich bin da auch pisst. 7 von 1,6 Millionen Menschen sind vielleicht an dem Virus, an dem Dings gestorben. Deswegen stampfen wir jetzt alles ein, weil wir sind nämlich gut. Wir sind nämlich. Das ist Quatsch. Hey Edo, danke für den Follow. Bei uns in Österreich wird das auch in Altersgruppen eingeteilt, wer impfen darf und wer noch nicht. Darum geht's ja nicht. Darum geht's gar nicht, dass es in Altersgruppen eingeteilt wird. Im Moment wird gar nicht geimpft in Deutschland. Null. Ne, musst du dir mal vorstellen. Gestern war jemand hier und hat einen Preis abgeholt, der aus Essen kommt, den er gewonnen hat. Und ich glaube, er ist Pfleger. Und hat seine erste Impfdosis bekommen und jetzt wird das Impfen eingestellt. Und er weiß als Pfleger nicht mal, ob er seine zweite Impfdosis bekommt. Israel ist schon durchgeimpft. Amerika ist fertig. Nächsten Monat. Easy peasy. Ja, ich muss auch anfangen zu arbeiten bis später. Ach, ihr Bums-App oder so, ne? Und die sich darüber aufregen wollen, sich doch eh nicht impfen lassen, zumindest in meinem Bekanntenkreis. Das ist mir, mittlerweile ist mir das egal. Wenn Leute, ich bin da ehrlich, ich weiß nicht, wie lange ich versucht habe, Leute zu bequatschen und denen zu erklären, dass das wichtig ist und so weiter und so fort. Mittlerweile akzeptiere ich das. Es ist ein Leben, es ist ein freies Leben. Ich kann selber für mich entscheiden, ob ich mich impfen lasse oder nicht. Bitteschön. Das kannst du ja machen, solange mir dadurch kein Schaden entsteht. Oder anderen Menschen ist das völlig in Ordnung. Und dann sollen sie sich halt nicht impfen lassen. Wenn die dann elendig krepieren und keine Luft mehr kriegen, was willst du dann machen? Ne? Solche Leute dürfen sich halt nur nicht beschweren. Das ist es halt. Ich weiß nicht, wie man dagegen ankommen kann, was man dagegen sagen soll. Sollen sie sich das halt alle sparen, das Impfen? Ich würde mich sofort impfen lassen. Sofort. Ich würde auch... ich fände es auch nicht schlimm, Leute zu kennzeichnen, die geimpft sind. Ja, das heißt ja nicht, dass sie keine Masken tragen müssen. Das heißt ja auch nicht, aber dass man ein bisschen besser miteinander umgehen kann. Oder dass man gewisse Dinge schon wieder öffnen kann. Wenn du dich ausweisen kannst, du musst ja gar nicht öffentlich sichtbar sein, irgendwie, dass du einen Punkt auf der Schulter hast oder auf der Brust oder ein Auge auf der Brust hast oder so. Aber wenn ein Kino öffnen könnte für Leute, die geimpft sind, ist das doch geil eigentlich. Also es ist schwierig, aber wir müssen auch mal langsam alle unsere Stöcke aus dem Arsch ziehen. Und oh, das ist aber total unfair den Leuten gegenüber, die sich noch nicht impfen lassen können. Ja, weiß ich. Und was ist den Leuten gegenüber, die nur geimpften Leuten was anbieten können? Die sonst kein Gewerbe haben, kein Geschäft haben. Wir müssen alle anfangen, unseren Anspruchsstock aus dem Arsch zu ziehen und irgendwie zu sagen, ey, was ist denn hier los? Ich war der, der einen Riesenanspruch hatte und der immer gesagt hat, ey, dass die Politik ist super, wie die das machen und so weiter und so fort. Aber wenn ich das mit der Impferei, also ich begreife es nicht. Ich begreife, also wir leben hier in Deutschland und dass man uns nicht vernünftig erklären kann, warum das hier nicht funktioniert, also ich habe keinen vernünftigen Grund gehört. Es tut mir leid. Und ich glaube, dass das richtig knallt, ja. Richtig, da hast du recht. Und das Schlimme ist, da muss ich dann sogar sagen, das kann ich auch verstehen. Und dass die jetzt so handeln, weil es ein super Wahljahr ist und darauf achten müssen, dass sie wiedergewählt werden, das ist mir noch scheißegal. Die könnten AstraZeneca weiter, 7 Tote bei x Geimpften ist, habe ich ja gerade gesagt, Shodan. 7 Tote bei 1,6 Millionen. Das ist halt. Und selbst wenn sie weiterimpfen würden, ist es zu langsam. Du kannst dich in Amerika bei jeder Drogerie impfen lassen. Wieso nicht hier? Wieso müssen Hausärzte erst ein halbes Jahr lang ein neues Studium machen, damit man sich beim Hausarzt impfen lassen darf? Das dürfte gar keine Frage sein. Bei jedem Arzt müsste so ein Korb Dings stehen und jeder, der reinkommt, der sich impfen lassen will, wird geimpft.
Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich will das auch so nicht mehr. Ich habe auch nur ein Leben. Und ich habe auch keinen Bock mehr auf den Scheiß. Und ich kann verstehen, Leute, die eh sich schon damit beschäftigen und pissig sind, dass sie richtig pissig werden. Ich kann das verstehen. Ich fand die Handhabung bis zur Impfung großartig. Aber das, was da jetzt passiert, ich kann es halt nicht nachvollziehen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Und es bringt auch irgendwann nichts mehr, dass man mit einer stoischen Ruhe vor seinem Volk steht. Warte mal eben, ich muss mal eben hier Kacke, glaube ich, nachfüllen. Jo. Moment. Dass man mit einer stoischen Ruhe vor seinem Volk steht und sagt, ja, aber das Coole ist ja, ich glaube, wenn es nach Angie gehen würde, dann wäre das schon alles längst passiert, weil die lässt sich auch nicht wieder wählen. Da hätte es schon einen härteren Lockdown gegeben, schon längst. Dann, egal, ich weiß es nicht. Und ich glaube mir, ich wähle keine CDU, aber es ist nur eine Übergangszeit. Solange könnte man am Eingang auch eine Ausweiskontrolle den Impfpass vorzeigen. Ja, ich finde das gar nicht schlimm, oder? Komm, Leute, das ist diskriminierend. Nur weil Leute noch nicht geimpft sind, fick dich, diskriminierend. Die Leute, die ein Gewerbe haben und auf Nummer sicher gehen müssen, die nur ein Gewerbe betreiben können, dann erstmal mit diesen Leuten, bis alle durchgeimpft sind, dann ist das halt so. Ich werde auch nicht sofort geimpft. Ich kann auch nicht ins Kino gehen. Aber wenn die wenigstens ein bisschen machen können, für die Leute, die schon geimpft sind, ist doch toll. Ist doch super. Ich fühle mich doch nicht diskriminiert, weil jemand schon geimpft ist und Sachen machen darf, die ich nicht machen darf. Sondern ich freue mich für die, dass sie das machen dürfen. Und freue mich darauf, wenn ich es auch machen darf. Es muss halt nur schnell genug gehen. Es kann nicht sein, dass jeden Tag in Amerika die Größe eines kleinen Landes geimpft wird und hier niemand. Niemand. Ärzte müssen in der Handhabung, Lagerung geschult werden, nicht ganz einfach mit dem empfindlichen Impfstoß. Omulius, auch das begreife ich. Aber es funktioniert doch in allen anderen Ländern auch. Es funktioniert doch in allen anderen Ländern. Und ich bin ehrlich, ich lasse mir lieber von einer nicht gut ausgebildeten in der Drogerie um die Ecke eine Spritze geben und ich bin geimpft und dann tut das vielleicht 3 Tage weh, als gar nicht. Also so, das ist meine Meinung. Jeder kann sagen, ja, okay, das ist mir zu gefährlich. Kann ich verstehen. Aber mir ist es nicht zu gefährlich. Das Problem ist, kriegt mal die Leute, die vorher schon skeptisch waren, aber grundsätzlich jetzt nach dem AC-Stopp noch davon überzeugt, sich impfen zu lassen. Das wird nicht einfach gerade. Lieber Gerd, wie ich gerade gesagt habe, das klingt gemein, aber wenn sich jemand nicht impfen lassen will, ich kann ihm das nicht, ich kann ihm, das ist genauso, ich kann ja jemanden nicht zwingen, glücklich zu sein. Wenn jemand nicht glücklich sein will, dann ist das nicht. Ne? Wenn jemand ein Multimilliardär ist, findet er trotzdem einen Grund, und trotzdem einen Grund findet, traurig zu sein. Wenn jemand gesund ist, eine tolle Frau hat, tolle Kinder, oder einen tollen Mann, tolle Kinder, Reichtum, Glück,
Und der trotzdem einen Grund findet, um unglücklich zu sein. Ich kann ihn ja zu seinem Glück nicht zwingen. Weißt du, was ich meine? Deswegen, ich kann den Leute auch nicht zwingen, sich impfen zu lassen. Aber die dürfen mich dann nicht dazu zwingen, mich nicht impfen zu lassen. Wenn ich sicher sein möchte und die Leute aus meinem Umfeld sicher sein möchten und wir uns dann wenigstens in unserem Umfeld treffen können, in meiner Lebensbubble, wenn ich mich wenigstens mit meiner Lebensbubble treffen kann, mit meinen Leuten, ne? Dann lass mich doch. Dann sollen die in ihren Lebensbubbeln sich nicht impfen lassen und sich dann ärgern, wenn zwischendurch einer von denen elendig drauf geht. Ne? Sollen sie machen. Bitte. Aber sie sollen mich impfen lassen und nicht das verbieten. Das ärgert mich. Die ganzen Millionen Dosen, die da jetzt rumliegen und mit denen nichts passiert. Ich hätte sie gerne. Ich würde sie gerne nehmen jetzt. Sofort. Sofort. Ich würde sogar unterschreiben. Ich muss vor jeder OP unterschreiben, dass es sein kann, dass irgendwas passiert und ich draufgehe. Dann unterschreibe ich das halt auch. Und mit dem Wissen, dass, wenn was passiert, ich draufgehe. Gut, okay. Das ist es halt. Wie in Israel. Green Card für Geimpfte, wer nicht will, kann weiter zu Hause rumstinken. Ja. Ja. Finde ich gar nicht schlimm. Warum hast du Zoff mit Heino und Sigi? Sind die beiden chilligsten Leute ever. Ist doch impossible, mit denen im Streit zu sein. Ja, dann viel Spaß. Da. Ich finde, dass gerade in dieser Zeit leider immer mehr klar geworden ist, wie unmenschlich oder egoistisch viele denken. Das ist echt traurig. Naja, ne? Also du kannst ja, auf eine gewisse Art und Weise kann ich ja sogar verstehen, dass man Leute nicht zwingen kann, etwas zu tun, ne? Aber sie können mich nicht zwingen, das nicht zu tun. Lasse, also ich kann Leute nicht dazu zwingen, dass sie nicht draufgehen. Wenn Leute sagen, ich möchte gerne... AIDS. Als AIDS in den 80ern oder wann das war, 90ern aufgekommen ist und jeden Tag hast du zigtausend Werbespots gesehen mit schützt euch beim Sex und so weiter. Sehe ich heute nichts mehr von. Man kann heutzutage mit AIDS richtig gut behandeln, alt werden und sterben, glaube ich. Das ist auch gut so. Das freut mich auch sehr. Danke, Gesundheit. Alles super. Aber du konntest, wenn Leute sich in einem Darkroom treffen wollten und ungeschützten Sex miteinander haben wollten, egal ob Männlein, Weiblein, 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 Männlein, Männlein, dann konntest du denen das auch nicht ausreden. Und wenn die dann AIDS bekommen haben und dann daran elendig krepiert sind, dann ist das unter deren vollem Bewusstsein hat das stattgefunden. Und genau das Gleiche ist das jetzt auch. Wenn die meinen, dass sie sich nicht impfen lassen, aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, dann kann ich bin nicht deren Papa, Mama und muss nicht für diese Leute entscheiden, was gut ist und was nicht. Die Regierung darf es nicht. Und aber sie dürfen nicht für mich entscheiden, dass ich mich nicht impfen lassen darf. Finde ich. Ist alles schwierig, weiß ich. Aber irgendwann ist auch, glaube ich, die Geduld von jedem komplett aufgebraucht. Und dann ist es halt auch schwierig. Ich bin ja sogar noch in einer tollen Situation eigentlich. Eigentlich geht es mir gut. Es gibt so viele Leute, denen geht es viel beschissener. Ich weiß nicht, wie. Irgendwann ist es halt vorbei. Und anstatt den Leuten immer aufzuzeigen, wie es nicht weitergeht und wie jetzt wieder was nicht funktioniert, den Leuten ganz klar aufzeigen, bis dann funktioniert das, damit man ein Ziel hat. So, jetzt bin ich zu fett und komme in Gruppe 3, weil ein BMI über 30 wird schon in Gruppe 3 geimpft. Sind wir schon in Gruppe 2? Wann fängt Gruppe 2 an? Was ist realistisch mit Gruppe 3? Es steht nirgendwo irgendwas. Du musst wenigstens Leuten ein Ziel geben, auf das sie hinfiebern können und sich freuen können und so. So ist das, alle hängen in der Luft. Und natürlich kriegt man eine Frust. Natürlich regt man sich auf. Natürlich willst du irgendwann raus aus der Scheiße. Der Witz ist ja, dass der Staat kriegt mit dem Impfen nicht auf die Kette, aber was sollen, wenn 80 Millionen Bürger eine Steuer nachzahlen? Ja. Ja, hör bloß auf.
Solange hier täglich mehr Haare geschnitten werden als Personen geimpft, kann man durchaus sagen, oh, das ist schön, Gerd. Schöner Satz. Ich sag mal so, jeder kann sich impfen lassen, jeder wie er will. Ich finde, es ist Mist, dass die Politiker versuchen, die Impfpflicht rauszubringen. Ich finde das nicht gut. Schissi, wenn du dich nicht impfen lassen willst, halte ich das für total dämlich. Aber wenn du das machen möchtest, bitteschön, achte nur darauf, dass du eine Maske trägst, damit du andere Leute nicht gefährdest und so. Ich weiß auch nicht, wenn man geimpft ist, ob man das weiterverbreiten kann. Ich glaube, die haben rausgekriegt, nicht. Aber du musst dann halt eine Maske tragen. Das ist für mich völlig, ich finde das okay. Das geht nicht darum, dann, wenn du dich nicht schützen willst, ist es okay, aber schütz die anderen. Ne? Nur, ich finde es blöd, aber ich würde mich gerne impfen lassen. Und in zig Ländern funktioniert es und hier in Deutschland nicht. Und das ist für mich ein Rätsel. Was ist denn los, dass in so einer Zeit statt Zusammenhalt unsere Gesellschaft sich komplett auseinanderreißen lassen und sich gegenseitig zerreißen wegen Meinungsverschiedenheiten? MMS, das ist genau das, was ich seit einem Jahr predige. Würden wir näher zusammenrücken und würden wir alles eher zusammen angehen und miteinander, dann würde das funktionieren. Die Politik lebt gerade vor, wie es nicht funktioniert. Und dann wird's dann fängt es an, schwierig zu werden. Und man muss halt auch ganz einfach, es ist für die beschissenste Situation, Entscheidungen treffen zu müssen für 80 Millionen Deutsche. Solche folgenschwerenden Entscheidungen, ich kann das nachvollziehen. Aber manche Sachen sind einfach völlig dämlich, wie diese Impfnummer. Du müsstest eigentlich am Tag 5-mal den Leuten erklären, warum, wieso das so ist, wie es ist. Vielleicht ist das ja auch sogar richtig. Vielleicht gibt es, aber ich, das Einzige, was ich weiß, wenn ich jetzt nachlese, Google, irgendwo gucke, ist das Einzige, was ich gesagt bekomme, 6 oder 7 von 1,6 Millionen Leuten haben irgendwelche Schäden entwickelt, von denen man noch nicht mal sicher ist, dass es Schäden sind. Aber zur Sicherheit wird das Impfen eingestellt. Das Impfen eingestellt von einer globalen Pandemie, die uns seit einem Jahr dazu zwingt, zu Hause zu bleiben. Relation. Das ist das Einzige, was ich erzählt gesagt bekomme. Und das ist für mich schwierig zu verstehen. Für mich, und ich bin wirklich jemand, der immer alle runterredet und so weiter und so fort. Nur irgendwann ist auch gut. Ich will auch dann, dass die Dinge passieren. Und mit mir kann man vernünftig reden. Wenn man sich vor mir ins Fernsehen stellt und mir sagt, okay Leute, passt auf, natürlich ist das beschissen, aber deswegen, 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 deswegen und deswegen. Und hier sind die Belege dafür, dann kann ich damit umgehen. Aber sich irgendwo hinzustellen und zu sagen, ja, und alles hat den faden Beigeschmack mit, es ist ein super Wahljahr, ich weiß es nicht. Ist schwierig. Aber MMS, ich gebe dir zu 100% recht. Das Problem ist, dass jemand, der sich nicht impfen lässt, eine potenzielle Gefahr für andere ist, ist meine Meinung. Ja, richtig. Ist ja richtig. Deswegen sollen sie sich nicht impfen lassen, aber dann sollen sie eine Maske tragen und zu Hause bleiben. Dann halt auch, ne? Konsequent. Mir gehen die Leute auf den Keks, die dann sagen, ich bin ja kein Querdenker, aber... ja, ich finde es auch sehr bedenklich, dass so verdammt viel Informationen in Medien und so weiter gegeben werden, irgendwann nicht mehr weiß, was man glauben soll. Ist ja auch gerade in Amerika zum Beispiel auch sehr schwierig mit der Meinungsfreiheit und dann gerade in solchen Zeiten absolute Katastrophe. Es würde schon helfen, wenn die Leute Mainstream-Medien nicht verteufeln würden und aufhören würden, sich ihre Infos auf dem Schwurbel.net zu holen. Schodern, aber ich hole mir meine Infos auch nicht auf Schwurbel.net. Aber ich habe auch keinen Bock mehr. Nicht so. Jetzt fängt's an mit dem Impfen und dann kein Impfen. Israel ist fertig mit Impfen. Amerika ist wahrscheinlich im Juni fertig mit Impfen. Und die sind am schlechtesten umgegangen mit der Pandemie. In Brasilien sterben täglich was weiß ich wie viele Leute. Das ist das andere Extrem. Und wir rechtschaffenden Deutschen mit unserem rechtschaffenden deutschen System müssen zurückstecken. Und die Engländer lachen sich kaputt, weil sie hier gebrexitet haben. Und
Ich würde noch nicht mal, wenn man jetzt eine Umfrage machen würde und fragen würde, wie sieht's aus mit Dexit? Und ich wette, 75-80% der Deutschen würden sagen, ja, ey, Dexit ist doch super. Guck dir mal die Engländer an, die haben nur Vorteile bis jetzt dadurch. Komm, wir machen Dexit. Ich müsste mich schlau machen. Ich weiß nicht, was genau das bedeutet. Und wahrscheinlich würden im ersten Moment alle sagen, Quatsch, Olli, das ist totaler Blödsinn. Aber ich wette, dass 75-80% der Deutschen sagen würden, Dexit. Da, DJ Artus, das stimmt, da hast du recht, das ist ein guter Satz. Wie planlos die Politik agiert, sieht man auch am Thema Schule. Vor Weihnachten haben sie unsere Kids mit aller Gewalt, ja. Naja. Ja, finde ich auch. Glaubt ihr das etwa mit der Pandemie? Mel Green, soll das ein Witz sein? Wenn das ein Witz sein soll, dann mach bitte einen Kappa dahinter oder ein Haha oder so oder sorry, nur ein Scherz. Wenn das kein Witz sein soll, hau einfach ab. Aber es gibt ja nicht nur einen Impfstoff. Ja, Schissi, und wo ist der Impfstoff? Wo sind denn die anderen Impfstoffe, die in Deutschland hergestellt werden und in anderen Ländern rausgekloppt werden? Ich bin normalerweise ein sehr bodenständiger Mensch und ruhiger Mensch, der sich nicht schnell aus der Ruhe bringen lässt. Aber ich habe mittlerweile echt Sorge, dass ich meinen Kindern sagen soll, wenn die Frage kommt, Mama, wann dürfen wir wieder mit Freunden... Ich verstehe das. Flaschensauger, moin. Und dann darf man wieder nach Malle. Richtig. Wer versteht denn sowas? Habe ich heute Morgen auch gesagt. Nach Malle darfst du dann aber, oder was? Also... In Urlaub, Malleflieger frei, Attacke. Das machen wir, damit die Leute nicht durchdrehen. Machen wir das. So sind wir. Von der Regierung. Was für ein Quatsch. Und die Zahlen gehen gerade so nach oben, ne? Naja, auch mit Dexit werden wir nicht schneller geimpft. Die Hauptverantwortliche für das Impfversagen ist nämlich Zensur. Was? Ursula von der Leyen. Und die wären wir auch mit Dexit nicht los. Naja, aber in England klappt's ja. Ne? Jetzt Dexit nicht. Wäre er schon gewesen. Oder bei der nächsten Scheiße, die ansteht. Dann, ja, guck dir die Engländer an. Die knallen ihre Impfung durch und die sind auch in 2 Monaten durch. Und lachen sich kaputt. Und dann sagen die nämlich, ey, Brexit. Grenzen sind dicht. Naja, also so wie ich das gehört habe, soll das noch schlimmer werden nach Ostern, ne? Was? Die Spanier dürfen nicht? Die Touris... Also wir Assis dürfen saufen auf Malle, aber die Spanier dürfen nicht nach Malle? Was? Und Ixi, danke für den Follow. Was? Echt jetzt? Das ist ja lustig. Wo hast du das her? Stimmt das? Das ist ja geil. Doch. Ixi! Lieber Ixi. Liebe Ixi. Liebes Ixi. Vielen Dank für dein Prime. Damit Ausrufezeichen Commands darfst du alle Ausrufezeichen auslösen und du darfst dir selber eins wünschen. 0 bis 5 Sekunden. Schickst du mir einfach eine MP3 auf dem Discord und dann richte ich dir gerne dein eigenes Ausrufezeichen ein. Achso, da ist er doch. Da. Ich jetzt, also, so wie das zum Beispiel. Du Bastard, du Hurensohn. Wenn ich nicht meine Schwester. Und für jedes Sub, herzlich willkommen in Resub oder geschenktes Sub, eine Zahl. Auf dem Lottozettel. XI-Fotos. Warte. XI-Fotos. Welche Zahl von 1 bis 49 darf ich denn für dich eintragen? Prost.
24. Jawohl. Erster Schein für nächsten Samstag fast voll. Danke dir. Die Bevölkerung ist pissig wie Sau, deswegen, dass sie nicht nach Malle dürfen. Das ist so wow. Ich verstehe das alles nicht. Das ist mir aber auch zu hoch, Leute, das Raffi. Also. Das ist doch alles ein Widerspruch. Oder helft mir. Wenn ich einen Denkfehler habe, aber das ist doch alles ein Widerspruch in sich, oder nicht? Helft mir, wenn ich gerade einen Denkfehler habe. Macht alles keinen Sinn. Ist es jetzt wieder Schulpflicht? Das heißt, du darfst deine Kinder nicht zu Hause lassen? Du darfst nach Malle knallen, wenn du Bock hast? Und im selben Moment geht gerade die dritte Welle los mit einer Variante aus Frankreich, bei der man nicht erkennen kann, dass man Covid hat, wenn man getestet wird. Und einer Variante aus England, die so hoch ansteckend ist, dass gerade alles explodiert. Und wir hören auf zu impfen wegen der Sicherheit. Verstehe ich nicht. Also auch wenn es keinen Spaß macht, müsste man die Kinder zu Hause lassen, Malle dicht machen, die Grenzen dicht machen, Lockdown und von Haus zu Haus fahren und jeden Tag 1 Million Deutsche impfen, damit der Scheiß vorbei ist. Eigentlich. Und allen Kohle geben, damit sich alle keine Sorgen machen müssen, ja? Und nicht Leute dann komplett pleite gehen. So blöd das klingt, oder? Meine besten Freunde sitzen gerade zu Hause. Ich glaube, heute ist der letzte Tag in Quarantäne, weil ihr jüngstes Kind in der Kita mit Verdacht, weil die Kindergärtnerin halt Corona hat. Olli, ich habe gerade im Aldi ein Paket Schnellteste bekommen. Oh, super cool. Super. Gmgfks. Ich bin in der Eventbranche tätig, das ist eine Katastrophe. Xi, ich kann mir das vorstellen. Ich verstehe das. Ich verstehe das. Und gerade Leute wie du müssten mit so viel Geld versorgt werden, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Und nicht ohne Bedenken durch diese Scheiße geleitet werden. Und ohne nachher einen Berg Schulden zu haben. Und fuck. Was passiert? Jetzt fahren die ganzen Vollpfosten und die ganzen Querdenker und die ganzen, denen das sowieso scheißegal ist, sind ja die Ersten, die nach Malle knallen. Und die sich dann da benehmen wie die offene Hose. Die Kinder müssen in die Schule, ansonsten kommt die Polizei zu dir nach Hause. Aber aufhören zu impfen. Also wenn man sich das, wenn ich mich jetzt selber reden höre, ist das schon irgendwie seltsam. Novemberhilfe noch nicht mal angekommen. Ja, und das darf halt nicht sein einfach. Ja, man muss darauf achten, dass nicht irgendwelche Arschlöcher ankommen und sich das Geld einsacken. Ne? Das verstehe ich auch. Aber das ist ja möglich. Aber die Leute, die es halt brauchen, die müssen es auch kriegen. Und dann muss da nicht so bürokratische Scheiße stattfinden. Ne? Ich hab gar keine Novemberhilfe beantragt. Es muss so irgendwie gehen. Zu viele Politiker, die keine Ahnung von ihrem eigenen Ressort haben, was denen auch egal ist, weil Nebeneinkünfte und anonymer Bot, moin, der Wengeraner, moin. Bestechungsgelder, Postengeschacher, ja. Da brauchen wir nicht drüber zu reden, ne? Dass Leute, also wenn Leute sich dann noch in so einer Situation profilieren, ist das natürlich eine absolute Katastrophe. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Völlig egal, welche Partei.
Na, wenn sich Leute an den Lockdown halten würden in Österreich, sind meine Landsleute mittlerweile schon so klug, dass sie sich an solche Verordnungen nicht mehr halten und sogar demonstrieren gegen wegen Maske. MMS, das ist ja hier genauso. Aber dann wundern, warum das Ganze hier kein Ende nimmt. Ja, es stimmt, ist hier genauso. Twingo, moin, ich bin dabei. Sofort impfen und endlich wieder arbeiten können. Ich sitze seit einem Jahr zu Hause in Kurzarbeit. Ein Hoch auf unsere Regierung. Öffnung nach Inzidenz. Wir fangen morgen an und in 2 Wochen dürfen wir wieder schließen. Wer soll da planen können? Ich bin bei dir. Ich gib dir 100% Gehalt, arbeite und es ist genug Geld da. Die sollen nicht so labern. Es ist genug Geld da. Wer über 20 Jahre lang einen veralteten Flughafen für 20 Milliarden in Berlin bauen kann, der kann mir nicht erzählen, dass nicht genug Geld da ist. Das ist alles Bullshit. Alles Bullshit. Und natürlich werden Leute sauer. Natürlich werden Leute sauer. Und das Allerschlimmste ist, dass sie nicht vernünftig mit uns reden. Dieses Rumgeblabel von einem möchtegern frisierten Fatzke vor irgendeinem Dings will ich gar nicht hören. Da finde ich Angie sogar sympathisch. Ich will gar kein Gelaber hören, ich will einfach mal, ne? Und ich will auch eine vernünftige Diskussion. Ich will wissen, dass eine vernünftige Diskussion... Ich würde gerne selber fragen. Das, was ich gerade gesagt habe. Können Sie nicht verstehen, dass das für jemanden wie mich überhaupt keinen Sinn macht? Oder für jemanden wie Ixi noch weniger Sinn macht? Na, wir dürfen nach Malle, die Kinder müssen zur Schule... Die dritte Welle fängt gerade an mit Mutationen, die alles kaputt machen können. Und wir hören auf zu impfen. Heile Welt. Hä? Das macht keinen Sinn. Erklären Sie das doch mal bitte. Und dann bitte, dann möchte ich aber auch eine vernünftige Erklärung hören und kein Politikgelaber. Und ganz schlimm, wenn die Menschen andere Masken bereichern. Ja, genau. Was auch ein Riesenproblem ist, ist die Ausbildung derzeit in der Pflege. Ich mache eine Ausbildung zur Pflegefachfrau rein schulisch, muss aber 2 Praktika jeweils 4 Wochen absolvieren. Aber die ganzen Heimepflege nehmen niemanden auf wegen Corona. Auch das noch. Nur, dass man die Ausbildung ohne Vanillejoghurt. Was für eine Scheiße. Ich falle aus allen Rastern raus. Unternehmen 2020 gegründet. Laufkundschaft fehlt. Gleich weniger Einnahmen. Computer und Notebooks werden... in den Tod gefahren, weil jeder braucht die Dinger jetzt 24/7. Nicht mehr rettbar und ich kann nichts verdienen. Neuteile bekommst du nur zu Preisen, die keiner bezahlen kann, aber ich darf ja arbeiten. Sowas frustet. Das verstehe ich auch. Malle, ja, aber unsere Theater und Kinos bleiben dicht. Es ist halt echt... Es kommt an einen Punkt... Wenn du Menschen kein Ziel gibst und sagen kannst, ja, also erstens, wir brauchen vernünftige Begründungen. Es kann nicht sein, dass wir uns hier auf so gefährlichem Terrain mit gefährlichem Halbwissen begeben, weil wir einfach so gefrustet sind auch irgendwann und da halt jetzt hier stehen und sagen, aber das macht doch alles keinen Sinn, sondern das muss mal vernünftig, es muss einfach ständig vernünftig erklärt werden. Und da müssen die Leute sich den Stock aus dem Arsch ziehen und auch mal eingestehen, dass sie einen Fehler gemacht haben und dann vielleicht auch mal reagieren. Ne? Ich wohne im Bremenviertel. Hier ist eine Kulturmeile. Alles kleine, einmal im Mal gespannt. Die wenigsten erhalten Unterstützung. Kenne viele Ladenbesitzer. Habe eine Menge Aufträge, Online-Shops zu machen, damit sie wenigstens etwas verdienen. Naja, es sind Wahlen. Das merkt man vor allem beim Laschet und seinem Gefolge in NRW. Kindeswohl wird hinter Wahlergebnis. Das ist eine Katastrophe, oder? Ja, das mit aus Azubis ist halt eine Katastrophe. Oder du suchst gerade was Neues oder so. Wie? Und jetzt kommen noch nicht mal gratis Masken. Für zum Beispiel Insolvente oder andere. Die muss man sich noch für Höllengeld kaufen. Oder hier, die Dinger. Meine Mama hat es gerade, also die Tornado-Elf ist meine Mama, hat es gerade in den Chat geschrieben. 5 Stück, 25 Euro. Manche Leute werden sagen, ja, gut, das geht ja, ne? Aber für manche Leute sind 25 Euro sehr viel Geld. Dann, ne, ich weiß nicht, wie sicher sind die Dinger? Die sind ja auch nicht zu 100%ig sicher, ne? Es passen mehr Menschen in ein Flugzeug wie in das Theater, in dem ich arbeite. Aber das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt.
wenn man uns wenigstens erklären würde, manche Sachen einfach erklären würde, dass das Sinn für uns ergibt und wir uns nicht vorgeführt fühlen wie ein Zweijähriger, der noch lernen muss und man uns unseren normalen Menschenverstand abspricht, dann wäre das vielleicht gar nicht so schlimm. Aber es passiert ja nicht. Man redet nicht vernünftig mit uns. Und dann trifft man Entscheidungen, die nur sehr, 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 sehr schwer nachzuvollziehen sind. Und das ist echt schwierig. Wirklich schwierig. Danke für den Follow. Und was halt auch schlimm ist, ist halt, ne? Also mich beschäftigt das. Nun gucken halt viele Leute auf Twitch und auch gerade morgens Sachen irgendwie, um sich abzulenken, um sich nicht damit zu beschäftigen und so. Aber ich will mich ja auch da, ich möchte mich aber damit beschäftigen. Ich kann aber auch verstehen, dass bestimmt irgendwie schon 50, 100, 200, keine Ahnung, Leute hier reingesappt haben und gesagt haben, oh nee, nicht das Thema, ich kann es nicht mehr hören. Aber das darf eigentlich auch nicht sein. Das darf eigentlich auch nicht sein. Ne? Schwer, schwer, sorry, einiges kann ich gar nicht nachvollziehen, weder als Mutter noch als Arbeitnehmer. Richtig, ich auch nicht. Nicht als Mutter und auch nicht als Arbeitnehmer. Aber ich kann es schwer nachvollziehen. Wollen die Politiker sicher das Geld für die Masken in die Tasche stecken? Richtig. Ich bin aus der Veranstaltungsbranche, seit einem Jahr quasi arbeitslos. Okay, man nimmt sich zurück zum Gemeinwohl, aber es fehlt einfach komplette kommunizierte Perspektive. Richtig. Gerade für euch. Derzeit ist nur Chaos und Kauderwelsch. Eben. Ne? Sei es jetzt, du machst Licht, du machst Ton, sei es, du bist Künstler, du musst irgendwie eine Perspektive haben. Wir müssen alle irgendwie eine Perspektive haben. Und wir kriegen keine Perspektive aufgezeigt. Es gibt immer nur auf die Fresse. Es gibt immer nur so komische Erklärungen. Und das nervt irgendwann. Ich bin derjenige, der das immer gut geredet hat und so. Aber irgendwann ist gut. Und das ist halt echt schwierig. Road Captain, danke für den Follow. Ich kann dich garf, ich kann dich total verstehen. Und das tut mir voll leid, Mann. Ich habe mir eine Karte gekauft für Manowar. 22. April 22, glaube ich. Oder 16. April 22. Bin mal gespannt. Zu irgendwelchen Arbeitsblättern zugemüllt. Das ist das Einzige, was ich sehr kritisch sehe. Und dass sie dann auf einmal diese Masken umschwenken, die man dann auch noch zahlen soll. Corona ist nicht das, was die uns erzählen. Bongraucher, geh Bong rauchen. Ich bin kein Schwurbler. Und ich leugne auch nicht den Virus. Ich finde nur die Handhabung in Deutschland der Pandemie gerade eben kacke. Also, lieber Bongraucher, du kannst von mir aus deiner Schwurbelkacke nachgehen, bis du kotzt, aber nicht hier. Der beste Weg, den kleinen Läden zu helfen, ist nun mal für Impfstoff zu sorgen. Nicht, wenn die Ansteckungsrate sinkt, die Läden aufzumachen. Richtig, Kodimann, finde ich auch. Tacheles reden, konsequentes Durchsetzen der Verbote, Verschlanken der Bürokratie und Medien, die nicht nur hetzen und aufwiegeln und Politiker, die Ahnung haben und nicht nur sabbeln und auf ihre... Richtig, sehr schön. Oder sie holen sich vernünftige Hilfe und setzen das dann halt auch um. Ne? Das ist halt nun mal so. Imela, guten Morgen. Der neue Frauenarzt meiner Frau heißt Degenhardt. Habe ich gerade im Kalender gelesen. Was? Ja und? Das verstehe ich nicht. Heidi? Was? Das denn? Vielen Dank für den Follow. Was ist los? Schön. Und Aufzeigen der echten Nebenwirkungen folgen. Das täte mal Not, damit die Menschen sehen. Richtig, in Amerika ist das so. Ja, richtig, hui. Ich verstehe. Ich weiß aber auch nicht mehr, was ich sagen soll mittlerweile. Deswegen muss ich das auch mal rausrotzen. Auf Dreifach-Mama, zwei sind in der ersten Klasse, da werden Schulaufgaben reingedrängt, bis sie keine Lust mehr haben. Der Große musste das Jahr wiederholen, weil sie letztes Jahr nicht mit dem Ach, hau ab, echt. Degen gleich Penis. Oh.
Oh Mann. Wirklich? Ja, Heidi. Ja, Chocolate Cookie. Dass überhaupt jemand sitzen bleiben darf im Moment, finde ich schwierig. Ja, der war furchtbar schlecht. Junge, Junge, Junge. Ich überlege, ob er so schlecht ist, dass er schon wieder lustig ist. Oder... Ich bin mir nicht ganz sicher. Muss ich noch drüber nachdenken. So, das Schlimme ist nur, wir können nichts dran ändern, ne? Wir können nichts dran ändern. Und das lässt uns einfach nur irgendwie... ich fand es gerade lustig, als ich es gesehen habe. Ich freue mich für dich. Ich sag's mir, ich halte nur noch extrem mehr Abstand und mag Menschen immer weniger. Trenne mich in Social Medien von Querlehrdenkern und Maskenverweigerern. Richtig so. Bin sehr froh, dass mein Großer genau noch vor Beginn das Ja bekommen hat, dass er seine Lehrstelle als Fertigteilhausbauer... Alter Falter, das gibt's eine Ausbildung? Zum Fertigteilhausbauer? Das finde ich spannend. Man kann sich mit solchen Sachen... Wir können uns mit solchen Sachen nicht mehr beschäftigen. Wie cool wäre das? Zum Beispiel so einen Lehrberuf mal vorzustellen. Fertigteilhausbauer, finde ich total spannend. Kannst du nicht machen, interessiert sowieso kein Schwein gerade eben. Wie traurig. Man könnte jede Woche, jeden Monat mal einen abgefahrenen Lehrberuf für Jugendliche vorstellen. Ficken 384, du kannst nichts machen, irgendwie was Cooles. Das ärgert mich. Warum ich so reagiere? Ich werde morgen um 11 Uhr meinen an Corona verstorbenen Mann See bestatten. Danke. Muss man dann auch einfach mal seine Fresse halten, ne? Mir tut das auch leid. Ja. Ne, eigentlich war das Thema ja, wie kann man im Moment noch irgendwie Spaß haben? Oder ist es überhaupt möglich, im Moment irgendwie Spaß zu haben? Oder irgendwie Leute kennenzulernen oder so? Ne? Ja, viele Leute, die jetzt hier reinseppen, werden irgendwie... die ist schon wieder im Corona, keine Lust. Ablenken und so. Ist halt schwierig gerade eben, finde ich. Alle Perspektiven werden einem genommen. Die Zahlen steigen, Mutationen kommen, man muss Kinder zur Schule schicken, die Arschlöcher dürfen nach Malle sich wegknallen, aber du darfst nicht irgendwie hier in Kino. Und entschuldigt bitte, es sind nicht alles Arschlöcher, die nach Malle fahren. Und Malle ist eine schöne Insel.
Ne? Aber ihr wisst schon, wie ich das meine. Moin Cecilia. Moin Gixen. Moin B. Moin Kofoline. Twingo, mach das und genieß das. Danke, wechsle einfach das Thema. Ich will keinen runterziehen. Das tust du nicht. Hui. Das tust du nicht. Das ist ja wichtig. So weh mir dein Verlust auch tut, ist es ja wichtig, dass Leute sowas hören. Dass es nicht weit weg ist. Es ist nur ein Klick weit weg. Aber den Virus gibt's gar nicht. Das ist alles eine Maßnahme der Politik, damit man uns zu Hause halten kann und die Wirtschaft neu regeln kann und uns Chips einsetzen kann und... Bullshit, ne? Ne? Deswegen ist es halt wichtig einfach. Ich finde es toll, dass du trotz all diesen im Streit im Stream zulässt, ist auch echt hilfreich, sich mal auskotzen zu dürfen. Ich finde das auch. Ich kann aber auch genauso gut verstehen, wenn Leute hier reinkommen, dass sie keinen Bock haben, sich über den Scheiß zu unterhalten oder das zu lesen oder zu hören. Ich kann das total verstehen. Ich wüsste auch nicht, ich muss gleich los um halb zu meiner Mama rüber, der Paolo kommt und dann bringen wir ihr eben schnell ein, zwei Sachen an und dann muss ich nach Hause und dann habe ich auch für den Rest des Tages zu tun. Also ich glaube, ich komme heute nicht wieder zurück. Wir sehen uns dann morgen früh wieder. Und dann, wenn alles klappt, ich warte heute auf ein paar wichtige Anrufe, dann sammeln wir morgen und übermorgen für einen guten Zweck. Ich freue mich. Ich wüsste auch nicht, wenn ich jetzt, ob ich mir das die ganze Zeit anhören kann, aber das ist ja mein Stream, ne? Und wenn mich das gerade beschäftigt, und eigentlich wollte ich mit euch nur drüber reden, wie kann man denn Leute kennenlernen? Kann man Spaß haben überhaupt? Zolan, vielen Dank für den Follow und so. Dass ich einen Querdenker, mein Onkel war immer sehr nett, aber was der manchmal für Ansichten hat. Aber Justin, ich kann dir nur einen Tipp geben. Du musst immer entscheiden, was du meinst, was für dich am besten ist. Ja? Ich kann dir nur sagen, was ich gemerkt habe, was für mich am besten ist. Wenn du ehrlich Leuten gegenüber bist und denen sagst, was du denkst, dann ist das für mich immer am besten. Denn wenn jemand vor dir steht und sagt, sag mal, hast du so noch alle? Und du sagst ihm, das ist doch Quatsch, was du erzählst. Du mit deinem scheiß Aluhut, hör auf mit dem Scheiß. Und der Aluhut sagt dir, du bist bescheuert. Lass dich nicht von den Mainstream-Medien verarschen. Dann kannst du grinsen und sagen, ich wünsche dir alles Gute und dich verpissen. Denn das ist verschwendete Lebenszeit. Ne? Und wenn es noch so sehr dein Onkel ist, oder dein Vater, oder deine Mutter. Ja, du kannst versuchen, mit denen darüber zu reden, aber irgendwann... Meine Erfahrung. Für mich, mein Umgang mit Leuten. Wenn du sagst, das ist mir aber zu wichtig, mach das bloß so wie du und sag nicht, der Olli hat aber gesagt, ihr müsst immer alles finden, wie das für euch am besten ist. Ich kann euch nur sagen, wie es bei mir war. Den Massentourismus finde ich auch blöd, aber wenn ich mir eine Finca miete und nur an meinem Pool da liege, finde ich das okay. Bash, bin ich voll bei dir, aber wie kommst denn du da hin? Wie kommst denn du da hin und wie kommst du wieder weg? Und wenn du da unterwegs bist, wie sicher bist denn du da? Die Leugner werden es noch merken, wenn Angehörige von denen wegsterben. Ich glaube, von denen hörst du einfach nur nichts, bei denen schon jemand gestorben ist. Mir hilft es sehr, da ich alleinerziehende Mutter von drei Kindern bin und mir keine Unsicherheiten von meinen Kindern leisten möchte. Ich bin der Fels, der ihnen nachgibt und meinen Kindern Halt und Schutz bietet. Darum tut es mir gut, hier mich... kotz dich aus, MMS. Sehr gerne. So würde ich zum Beispiel meinen Ostseeurlaub verbringen. Ferienhaus, Terrasse und Chillaxen. Bin ich für nix, wird nichts draußen wegen dritte Welle. Böses Katzi, aber ein Ostseeurlaub zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, ist einfacher zu realisieren als eine Finca auf Malle. Weil du könntest dich zum Beispiel in dein Auto setzen, dorthin fahren, mit Essensklamotten und so und bist dann halt da für dich. Du musst erstmal nach Malle kommen, ne, zum Beispiel. Versucht zu überzeugen, aber er ist nicht nachsichtig und hört nicht auf, weiter so zu denken. Ja, dann sag ich, mir hat es ja nicht alle. Und spar dir den Kontakt. Manasch! Moin! Schön, dich zu sehen. Hoffentlich geht's dir gut. Tage, Wochen lang, aber er gibt nicht nach. Ihr einfach. Ja, eben, richtig. Hör auf. Auf nach Grönland mit dem Paddelboot. Aktuell 0 Fälle in Nuuk. Wir müssen uns nur abwechseln mit dem Paddeln.
für Stadtland Fluss N weiß ich jetzt auf jeden Fall, was die nächste Stadt ist, die ich aufschreibe. Nuuk. Ja klar, kann man. Musik an und mit dem Kind und einem Schlüpper über dem Kopf durch das Haus springen. So sieht's aus. Stöcks, einen wunderschönen guten Morgen. Alles top hier. Alter, das freut mich. Schön, dass es dir gut geht. Wirklich, freue ich mich. Schön, dass du mal reinschaust. Ich freue mich. Ja, aber wie gesagt, ich kann dann auch verstehen, dass Leute, wenn sie reingucken, auch nicht darüber reden und kacke und so. Aber ich verstehe halt die ganze Kacke gerade nicht. Und ich, so Leute, die schon länger hier unterwegs sind, die wissen, dass ich eigentlich wirklich ein sehr rationaler Mensch bin. Aber wenn ich irgendwann an den Punkt komme, wo ich Dinge nicht mehr verstehe und man sie mir halt auch nicht mehr erklärt, weil die Leute sie nicht erklären können, dann wird's schwierig. Olli, so war es auch geplant. Ob ich nun einmal die Woche in Bochum einkaufen gehe oder einmal die Woche an der Ostsee? Richtig. Aber böses Katzi, ich finde, es ist ein Unterschied. Ich zum Beispiel, ich habe kein Auto. Ich müsste mir dann irgendwie... Wenn die Möglichkeit gegeben ist, zum Beispiel, dass man das nachvollziehbar machen kann, du mietest dir mit deinem Partner oder auch von mir aus deiner Familie, mit der du eh zusammenhockst, einfach an der Ostsee, Nordsee in Deutschland... weil über die Grenzen irgendwie irgendwo hinkommen, ist dann wahrscheinlich auch wieder schwieriger. Ein Haus mit einem Pool am Strand oder mit einem abgesteckten Strandstück oder ich weiß es nicht wie. Und du kaufst ein und bringst das da ist, ob du dann zu Hause bist oder ob du im Ferienhaus am Pool bist, sehe ich genauso. Aber nach Malle knallen in einem vollen Flieger, granatenvoll mit 18 Promille am Abend im Bierkönig oder wie das Ding heißt, rumhängen und hier die Tinder-App mal schön beanspruchen, ne, bis sie ausgeleiert ist. Schwierig. Schwierig. Helgoland hat als Einreisebedingung einen negativen Test. Übernachtungen sind verboten, nur beruflich bedingt ist erlaubt. Okay. Naja, wenn ich auf dem Weg permanent die Maske trage, finde ich es okay und laut Studien ist der Flieger super sicher. Allein durch die Filtertechnik und der Luftstrom ist so stark, dass es... Ja, trotzdem hängst du mit ganz vielen Leuten zusammen, ne? Und nicht nur im Flieger, sondern auch am Flughafen und im Bus vom Flughafen zum Hotel. Oder wie auch immer. Ne? Das darfst du halt nicht vergessen. Ich glaube halt, dass das schwieriger ist, sich da abzusichern als dort. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist. Ich sage nur, ich glaube, dass es schwieriger ist, Bash. Und du glaubst doch wohl nicht, dass die Leute nach Malle knallen, um dort irgendwie alleine, still, ruhig für sich irgendwie ein bisschen zu chillen, oder? Die meisten zumindest nicht. Auch, aber die meisten. Es gibt dann da aber leider immer wieder die Honks, die wild rumlatschen und sich nicht in den Bestimmungen halten wie überall. Deswegen wird es sehr schwierig. Ja, und manche Leute, die sich dran halten wollen, sind dann aber irgendwann auch betrunken und dann ist es dir egal, kennen wir alle irgendwie. Natürlich keine Partys auf Kalle, Malle. Ich liebe Verschreiber-Bash. Aber du hast recht. Du hast ja recht. Ich sage ja auch nicht, dass es unmöglich ist. Und ich sage ja auch nicht, dass es für alle gilt. Aber ich glaube einfach, dass es... Ich glaube... Komma, dass es einfacher ist, sowas zum Beispiel wie an der Ostsee zu regeln, als auf Malle, glaube ich. Mein Garten ist schön, was will ich auf Malle? Amen, Bruder. Alk aus dem Eimer habe ich auch zu Hause. Können wir eigentlich auch mal machen, ne? Eimer-Alk. Ja, ich will einfach nur nicht mehr verarscht werden und ich will eine ganz klare Ansage, wann, wie, wo, was mit dem Impfen ist. Ich habe keine Lust mehr, irgendwie unwissend irgendwo rumgoogeln zu müssen. Bin ich jetzt in Gruppe 3, in Gruppe 2, bin ich in Gruppe 4, weil ich mal weil ich eine Magenkrankheit mal diagnostiziert bekommen habe, bin ich in Gruppe 2. Wenn ich in Gruppe 4 bin, wann bin ich dann dran?
Wieso liegen überall kann ich freiwillig was ausfüllen und sagen, ich will damit geimpft werden? Wenn nein, warum nicht? Aber ich darf mir Kippen kaufen. Und so weiter und so fort. Ich möchte einfach eine klare Ansage haben. Das will ich. Ich will einfach eine klare Ansage. Ich will klare Ansagen haben. Das will ich. Ich kann nur von mir, ich würde da auch nur so leben, wie einfach mal rauskommen. Bäsch. Und das ist ja auch in Ordnung. Leider dürfen wir von uns nicht auf andere schließen. Das ist das Problem bei sowas, weißt du? Jens, guten Morgen. Unterm Strich bleibt nur das Beste aus der Situation zu machen. Ich für meinen Teil habe im letzten Jahr über Twitch sehr viel mehr Leute kennengelernt und habe auch Privatkontakt als die Jahre zuvor. Das ist doch schön. Das freut mich für dich. Ich habe es immer gepredigt die letzten Monate und das letzte Jahr. Wenn wir fucking einfach mehr zusammenrücken würden, dann wäre das alles gar nicht so schlimm. Aber zusammenrücken beinhaltet meiner Meinung nach halt auch, dass die Leute, die Entscheidungen treffen, durchsichtige und nachvollziehbare Entscheidungen treffen, mit denen wir dann zusammengerückt klarkommen und umgehen können. Im Moment fallen mir nicht viele Leute ein, die sagen, wieso? Ist doch ganz klar, kann ich nachvollziehen. Im Moment, die einzigen Menschen, die ich im Moment kenne, sind Schwurbler, also die kenne ich nicht, aber die gibt es ja, ne? Leute, die sowieso alle glauben, dass das Quatsch ist. Und die Leute, die unzufrieden sind, weil sie Dinge nicht nachvollziehen können. Nein, mit Recht, oh. Denn das kann ich auch nicht. Kalito! Wieder gern Olli, Olli Marik, Blech, Herz, Olli Marik, Blech, Herz, Olli Marik, Blech, Herz, Olli Marik, Blech, Herz. Amen. Lieber Kalito, danke. Danke für dein Prime-Abo und herzlich willkommen im 15. Monat. Du weißt, was das heißt. Ich brauche eine Zahl von dir zwischen 1 und 49. Da haben wir bald den ersten Zettel voll. Kalito. Dankeschön. Eins zwischen 1 und 49. Lotto. Die 18. Natürlich. Ja. Amokeks. Moin. Und dann stehen wir das ist gegen Bakterien, nicht gegen Viren. Ja, also das ist auf jeden Fall, es gibt halt diese beiden Arten. Es gibt Schwurbler und dann gibt es gerade Leute, die unzufrieden sind. Nicht, weil sie irgendwie sagen, dass das von der Regierung kacke gehandhabt worden ist während der Pandemie, sondern weil sie unwissend sind und jetzt gerade nicht verstehen, was abgeht. Und das kann ich nachvollziehen, denn das geht mir nicht anders. Und es gibt niemanden, der das gerade nachvollziehen kann und sagt, ey Leute, wir können froh sein, das habe ich immer gesagt, wir können froh sein, dass wir in Deutschland unterwegs sind. Und jetzt, ein Land, was komplett versagt hat, Amerika, ist in 2 Monaten fertig mit Impfen? Was? Und hier fehlt halt, ich kenne niemanden, der das versteht. Ist jemand da, der das versteht und uns erklären kann, was gerade abgeht? Ja, ihr braucht mir jetzt nicht kommen mit, es ist ein super Wahljahr und die Politiker haben Angst, was falsch zu machen, weil sie nicht mehr gewählt werden. Das ist kein Grund. Es muss dir als Politiker scheißegal sein, in so einer Situation, ob du wiedergewählt wirst oder nicht. Du musst das Beste machen, was geht. Am Anfang konnte man es verstehen, was ich... Aber es drängen die normalen Leute mittlerweile in die Aluhutträgerschiene, weil es mittlerweile... Ja, die Leute haben keinen Bock mehr. Es ist halt auch einfach schwierig... Oh, ist das am Pissen draußen, oder was? Na toll. Es ist halt schwierig. Wenn man uns nicht vernünftig erklärt, was Sache ist, ist es halt auch einfach fucking schwierig. Ich verstehe es halt auch nicht. Es sind doch aber auch ganz rationale Dinge. Wie kann man Kinder in die Schule schicken mit Pflicht? Und wenn du sie nicht in die Schule schickst, dann verstößt du gegen das Gesetz. Aber du darfst andere Dinge nicht. Du darfst aber nach Malle, du darfst aber andere Dinge nicht. Dann geht
wird die Impfung gestrichen, aber die Zahlen gehen nach oben. Das macht alles keinen Sinn. Olli, weißt du, wie viel Prozent sich impfen lassen in den USA? Sind alle? Madeleine, du kannst ja nur davon ausgehen, dass sich ab, ich glaube, 1. Mai in Amerika komplett alle impfen lassen können, wenn sie das möchten. Ich kann dir dazu nur sagen, ich habe aufgehört zu versuchen, Leute davon zu überzeugen. Wenn sie das nicht möchten, dann sollen sie das bleiben lassen, aber dann sollen sie halt auch mit Maske rumlaufen und andere Menschen schützen, die vielleicht aus gesundheitlichen Gründen sich nicht impfen lassen können. Ne? Und andere nicht gefährden. Sollen die machen und dann sollen sie zu Hause bleiben und ich lasse mich impfen und ich kann mit einem Impfpass vielleicht sogar leben und ohne Maske rumrennen und so weiter und so fort. Also ich finde das auch völlig in Ordnung. Für mich hat das nichts mit... Ich bin aber auch anders gestrickt. Wenn ich jetzt Leute sehen würde, die schon geimpft sind und ohne Maske und an Veranstaltungen teilnehmen würden, dürften und in Urlaub fahren dürfen und wild rumknutschen und vögeln dürfen, dann wäre ich nicht neidisch und fände das kacke und würde mich diskriminiert fühlen, sondern ich würde mich freuen für die Leute, die es schon dürfen. Und würde mich drauf freuen, wenn es bei mir soweit wieder ist. Da bin ich halt auch anders gestrickt. Deswegen ist das für mich kein Argument, persönlich für mich kein Argument, zu sagen, das ist diskriminierend. Ne? Wenn ich Leute sehen würde, die ohne Maske rumlaufen und wenn sie angesprochen werden und sagen, hier, ich bin geimpft und wir können es nicht weitertragen, dann würde ich mich freuen für die Leute. Und nicht sagen, der Arsch. Ne? So bin ich ja nicht erzogen. Das Komische finde ich halt dieses, die einen sagen so, die anderen sagen so, Bund schlägt vor, Schule wieder in Präsenz, einzelne Landkreise sagen, nö, machen wir nicht. Bist du ein Gott? Wenn dich irgendjemand fragt, ob du ein Gott bist, dann sagst du ja. Monche Gote. Naja. Ja. Diese Bund- und Ländernummer und dann noch Gemeinden, das ist alles so furchtbar nervig. Ja, kann man jetzt gewinnen am Wochenende? Ja, eine Crash Bandicoot mit Socken. Es ist einer der Preise, wenn ihr spendet für einen guten Zweck, könnt ihr das gewinnen. Wenn, ich blicke da auch nicht mehr durch, wer darf sich denn jetzt gerade... Ja, das weiß ja keiner. Also ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nur... Marke eingetragen. Geil, oder? Soll noch mal einer kommen jetzt und mir irgendwas erzählen wollen. Arten Games. Es wurde von Leuten erzählt, dass Arten Games in Wort und in Bild angeblich von anderen Menschen gesichert worden ist und sie sich auf mein Gesicht freuen, wenn ich meinen mir ausgedachten Namen und meine Marke benutze und dann diese Leute nach Erlaubnis fragen muss. Woraufhin ich hätte das eh gemacht, mir die Marke sichern lassen. Und ich kann das ja auch belegen, ne? Seit 2017, dass ich das benutze und bin und so. Und jetzt, das dauert halt einen Moment, ne? Und dann gibt es auch eine Widerspruchsfrist und so. Und der Brief müsste jetzt unten im Briefkasten sein und online ist es schon eingetragen, die Marke ist eingetragen. Auf mich. Das heißt also, jeder, der sowas behauptet oder erzählt, ist ein Lügner. Und das ist meine Marke. Das heißt, ich darf da jetzt so ein kleines R reinmachen. Geil, oder? Das finde ich schon cool. Und
Wo beantragt man sowas? Bei der DPMA. Heißt das DPMA? Warte, ich zeige es dir. Da heißt doch DPMA, oder? DPMA-Register, ne? Ja. Kostet Geld. Ne? Also egal, ob die sagen, ja, das geht oder das geht nicht, es kostet, glaube ich, 300 Euro. Ne? Für Europa. Nee, 300 Euro für Deutschland. Jetzt habe ich die Möglichkeit, das noch für weitere 500 Euro für europaweit zu machen. Und weltweit geht, glaube ich, gar nicht. Das ist nur, wenn du so ein Riesenkonzern bist oder so. Und das zahlst du einmalig und dann musst du das alles bestätigen. Das ist jetzt durch. Und dann zählt das, glaube ich, für 10 Jahre. Und dann musst du das weiter beantragen, glaube ich. Mein Großer und seine Freundin sind geimpft. Mein Enkel musste jetzt mit 2 Jahren in Quarantäne, weil es einen Fall in der Kita gab. Das ist so krass im Moment, ne? 14 Tage nur zu Hause mit 2,5 Jahren. Das Kuriose, die Eltern mussten beide arbeiten. Was? Für einen Scheiß. Was für ein Scheiß. Wie spät haben wir es denn? Kurz vor halb, ne? Ich muss los zu meiner Mama, Leute, gleich. Und nochmal, falls Leute gerade ein bisschen angepisst sind, weil wir uns heute sehr viel über dieses Thema unterhalten haben, das war A, nicht geplant, ne? Und B, ich kann das verstehen. Wir werden das auch nicht jeden Tag machen, keine Sorge. Da habe ich nämlich auch keinen Bock drauf. Aber ich finde es wichtig, dass man das mal macht. Ne? Es gibt ganz, ganz viele Streamer und Streamerinnen, die sagen, sie möchten da nicht drüber reden. Das kann ich verstehen. Ich kann das auch nicht immer haben. Aber im Moment finde ich das schlimm. Ich fühle mich so blöd, dämlich verarscht. Was heißt verarscht? So in der Luft hängen gelassen. Und ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin. Und da muss man halt auch mal drüber reden und so. Ja, der Bauch guckt raus. Ich weiß. Ausrufezeichen Gewicht. Ne? Und jedes Mal greife ich in die Tasche und es ist so furchtbar. Mal dir doch ein Smiley auf den Bauch. Womit, Markisor? Sir Günni, moin. Womit soll ich mir denn einen Smiley auf den Bauch malen? Ich habe ja keinen Lippenstift hier oder so. Aber jetzt weiß ich, was ich gerade gucken wollte. Warte. Olli, mal dir doch mit Edding einen Smiley auf den Bauch. Ich hoffe, dass sich das alles klärt, dass wir morgen und übermorgen für einen guten Zweck sammeln können. Wenn nicht, schieben wir das um eine Woche. Ich erwarte Antwort. Und wenn wir das, dann werde ich mir erstmal einen Fettsuit anziehen. Das wird schon lustig genug. Das sage ich euch. So, wo sind meine Kopfhörer? Hier sind meine Kopfhörer. Chicote, bist du schon online? Nein, bin ich nicht. Schade. Dein
Kanal hat keine Verwarnung wegen Urheberrechtsverletzung. Das ist aber auch wieder schon was Neues. Herzlichen Glückwunsch. Wo gehen wir denn mal hin? Ja, ich weiß, das Mikro steht da vorne. Es ist ein bisschen Dings. Grüß den Fabi von mir. Wir sehen uns morgen Vormittag. Ich hoffe, es geht dann los mit dem Sammeln. Ich bin mein eigener Chef. Ich halte euch heute aber noch auf dem Laufenden. Einfach auf Instagram Art & Games oder auf Twitter Art & Games. Also ich bin wirklich manchmal sehr primitiv und das gebe ich auch gerne zu. Ich bin halt manchmal einfach auch nur einfach ein Mann.